Dieses Land ist wild und wunderschön, wie die ursprüngliche Heimat meines Volkes. Wir Tauren haben seit jeher großen Respekt vor den Schöpfungen der Erdenmutter. Es gibt schlimmere Schicksale, als frei in diesen Ebenen zu leben, junger Kriegshäuptling. Vielleicht, aber mein Volk verdient ein eigenes Land, Kern. Kriegshäuptling, eine Herde Marodeure stürmt auf uns zu. Kern, die Kodos sind schwer beladen und müssen sich ausruhen. Bleibt ihr ruhig hier und beschützt die Karawane, während wir eine geeignete Oase suchen. Ha, mich müsst ihr nicht bemuttern, Jüngelchen. Ich mag alt sein, aber hilflos bin ich nicht. We got a deal. Wie räudig passend. Sandor, 9 Monate. Grüße und Dankeschön. Okay, wir sollen die Kodo-Karawane beschützen. Laufen die automatisch oder laufen die uns hinterher, wäre jetzt meine Frage. Wir haben auch nichts aufzubauen, nichts zu rekrutieren. Und schön die Kodos, oder? Das Größenverhältnis ist möglicherweise etwas seltsamer. Das sind ja auch Karawanen-Kodos. Da sollen wir ja nicht drauf reiten. Dein Headset piept, Fredon. Vielleicht irgendwas mit der Software. Ich bin ja auch jemand, ich stecke das Ding erstmal in den entsprechenden USB-Slot. Ich habe ja immer nur USB seit geraumer Zeit. Und ja, dann war's das. Wenn's läuft, läuft. Ja, aber mittlerweile, auch wenn Sharun das sieht oder Bolias das hört, muss ich mir... Verteidigungsstellung einnehmen, Lokta Ogar. Niemand stellt sich uns in den Weg. Die entsprechende Software noch gönnen und siehe da, es wirkt oft Wunder, was solche kleinen Spirenzchen und Probleme angeht. Okay, dann rödeln wir mal nach vorne, würde ich sagen. Und gucken uns an, was uns erwartet. Und ihr kommt einfach mit. Jawohl, so war das auch angedacht. Dann markieren wir nur mal noch unsere Einheiten, dass wir die ready haben. Und dann rücken wir hier gemeinsam vor. Übers Wasser wollen wir nicht. Haben wir im Brachland Viecher im Wasser? Ja, irgendwelche Krabben oder so, ne? Krabbensekret sammeln fällt mir gerade ein. Kriecheraugen oder so ein Geschissel. Wasserelementare bei dem Kultirasposten. Wenn Bane eine Schnecke wäre, hätte er dann auch ein Kerngehäuse. Mit Sicherheit, da müssen wir dann eine Kernbohrung durchführen. Ganz belastend. Ganz, ganz belastend. Mr. Askalot, 4 Monate. Dankeschön. Danke, danke. Ich traue mich gar nicht so weit zu gehen, weil ich fest damit rechne, dass wenn ich mich zu weit von ihnen entferne, die sofort angegriffen und binnen Sekunden geschlachtet werden, wie die Tauren, die wir letztes Mal schon nicht retten konnten. Deswegen laufe ich hier gerade so mega, mega seltsam und traue mich so gut wie gar nichts, außer Kettenblitz, Junge. Oh, da kommt noch einer. Hätte ich mal gewartet. So mad. Und ich fand's auch geil. Haltet die Formation. Ja. Beschützt die Kodos. Wollte ich sagen, dass Kern eben meinte, er braucht keine Hilfe oder steht er da und guckt nur zu. Aber er hat natürlich auf den Hinterhalt gewartet. Er wusste das genau wie ich. Und gucke, sie kamen wirklich klar. Die Tauren sind keine wehrlose Beute. Das ist schön zu hören. Gerade als Taurenspieler. Ace, 24 Monate. Du bist da verrückt. Vielen Dank für deinen Support. Freut mich sehr. Wollen wir hier mal noch gucken? Hier sollen wir zwar nicht rein, aber da liegt bestimmt ein versteckter Schatz. Ja, oder auch nicht. Wolltet ihr euch paaren gerade? Das tut mir jetzt aber leid. Dass wir hier stören. Das ist doch eine Dame, oder? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Also noch 2, 3 Big Macs, dann habe ich zwar auch so einen Vorbau, aber generell meine ich, dass das ein Mädchen-Zentaure war. Einfach so. Ich gender die, wie ich das möchte. Wahnsinnig geisteskrank. Da sind schon die Nächsten. Die lauern hier aber auch, hör mal. Es gibt einen sehr schönen Comic auch zu der Zentauren-Problematik. Habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon angesprochen. Der müsste den schönen Namen Blutschwur tragen. Dann ist ein sehr schöner Comic, der sich mit sämtlichen Rangsystemen, Makora-Regeln und Co. innerhalb der Horde beschäftigt. Und lohnt sich. Wer da Freund von ist, der kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Natürlich Hashtag Werbung, Lül. Alter, wenn ich von Blizzard für Bücherwerbung bezahlt werden würde, ne? Boys, der Dream. Harry, grüße dich. 21 Monate, vielen, vielen Dank. Ich frohlocke und freue mich. Ich komme noch nicht auf das Tempo von denen klar. Wir könnten jetzt hier natürlich komplett vorrücken. Aha. Die Zentauren sind zurück. So. Wir werden angegriffen. Sag ich doch, nicht zu schnell. Sonst haben wir hier den großen Hinterhalt von Süd-Sri Lanka. Den wollen wir natürlich vermeiden. Ein Comic mit Zentaurenmädchen? Nee, ich glaube, Zentaurenmädchen kannst du da nicht bewundern. Musst du dir selber malen. Das ist, ne? Das ist dann deine eigene Aufgabe. Hast ja dann Vorlagen. Da ist ein Brunnen, das ist super, da können wir uns heilen. Wir sind nämlich tödlich verwundet. Zumindest unser einer Grunzer, der immer vorrennt, ne? Der sieht nicht mehr so geil aus.
Oder können wir uns hier heilen? Geil, Speicherpunkt und auch die Tauren kommen mit. Was haben die? Von K-Krieger. Ihr gehört zum Kriegshymnen-Clan, richtig? Oh! Jawohl, Kriegshäuptling. Höllschrei hat unseren Trupp ausgeschickt, um euch zu suchen. Aber wir wurden beim Angriff der Pferdemenschen getrennt. Macht euch keine Sorgen. Wir werden euren Trupp finden. Trinkt erst einmal aus dem Teich. Die Geister dieses Ortes werden euch wieder stärken. Die Marodeure greifen wieder an. Kämpft, meine Brüder! Hä, wo denn? Oben oder was? Nee, was war denn das jetzt für eine Ansage? Ah, Ansage von Kern, wollte ich sagen. Wieso greifen die uns an einem Heilbrunnen an? Das ist total bescheuert. Herr Brell, Hallöchen. Grüße dich. Wie glaubst du, steht Malfurion momentan zu dem, was Tyrande plant? Glaubst du, er ist so besonnen wie Chandris und hofft, dass sie Elun wiederfindet, oder steht er voll und ganz hinter seiner Flamme? Boah, das ist schwierig zu beurteilen, weil wir Malfurion auch länger nicht gesehen haben. Er war ja auch im Dunkelküsten-Trailer von wegen, sagt ihr, dass wir kommen. Und hat wirklich alle auch in die Erde gezogen, nicht nur Wucherwurzeln, sondern Wucherwurzeln sein Vater, ne? Und hat die Orks da zerquetscht. Dementsprechend ist er auch ordentlich sauer und Teldrassil tut natürlich den Druiden auch weh, ja? Aber ganz so abgehen wie Tyrande wird er, denke ich, nicht und ist vielleicht auch das Bindeglied, was sie wieder zurückholen kann. Ja, also er kann beide Rollen einnehmen. Er kann das Feuer entsprechend... Was zum Teufel? Geister-Murlocs! Er kann das Feuer weiter anheizen, er kann aber auch versuchen, es einzudämmen. Ja, da wissen wir leider zu wenig über seine aktuelle Situation. Aber Möglichkeiten hat er in beide Richtungen. Oh, schöner Kettle, jetzt habt ihr das gesehen. Hast du eine Nussallergie? Nein. Lol. Nüsse. Laufe ich richtig? Kommen unsere Tauren mit? Nee, ne? Ich mache hier das Murloc-Dorf random platt. Ja, gleich mal, ne? Gute Nachbarschaft symbolisieren. Erstmal alle Nachbarn ausrotten, Freunde. Es ist die ostdeutsche Horde. Man kennt sie wieder sehr genau. Was ich dich mal fragen wollte, warum sagt Grom zu Thrall in Warcraft 3 eigentlich kleiner Bruder? Weißt du das zufällig? Naja, es ist so, Little Bro, ja, so die Gesetze der Straße. Man kennt sie natürlich. Das ist so das orkische My Best Buddy. Ja, und dann ist er natürlich ein bisschen jünger, ein bisschen unerfahrener, so schülermeistermäßig auch ein Stück weit. Ja, also das hat nichts mit Familiengelöt zu tun, das ist, ja, den entsprechenden, ich sag mal, Kulturen zugeschrieben. Ja, erinnert euch, als der zwergische Lord zu uns das erste Mal reinkam, sagte er auch, Leute, ihr sagt hier irgendwie Bruder und Bro, ich sage Vetter, das ist bei uns Zwergen so. Ja, da sagen die Orks dann auch hier, mein Bruder, mein Waffenbruder. Ja, so eine Geschichte dürfte das sein. Habe ich nicht genau analysiert, habe ich jetzt nicht studiert, aber ich schätze mal, dass das relativ simpel in so einer kulturellen Schiene einzuordnen ist. Wir flitzen erstmal weiter. Find's nice, wie unsere Grunzer laufen, ne? Irgendwie Informationen. Irgendwie aber auch überhaupt nicht. Das finde ich klasse. Das sind Freigeister. Deswegen können wir gleich mal die nächsten hier wegbölken. Hör mal. Raus mit die Kollegen. Erstmal ein noch un... Was? Ein was? Ein unverrücktes Hallo. Gottes Willen. Hi. Als neues Projekt mit Shadowlands Online geht erstmal alle Chars gelöscht und jetzt neu angefangen. 18 Chars nochmal leveln. Du, gönn dir. Haltet die Formation. Beschützt die Kodos. Solange du nicht Essenzen farmen willst, ne, ist Leveln ja noch halbwegs human, behaupte ich mal. Das sollte gehen. Das Problem ist ja dann eher das High-Level. Jetzt macht ihr die doch alleine kaputt, oder was? Ich komme hier extra wieder zurückgerannt, weißt du? Denke mir, na, warte, warte, warte. Und jetzt kommen die hier wieder von vorne. Die spielen mit Taktik, merkt ihr das? Das gibt's ja nicht, die Zentauren. Die sind organisiert. Die sind organisiert, ich sag's euch. Gibt's bei den Orks auch Saarlandverbände? Möglich ist es, dann wäre das, Bruder, wieder eine andere Richtung. Dream Marriage, Schneeflug, Hallöchen. Grüße, volles Matt, hi, hi. So, wir flitzen weiter, wir beschützen die Taurenkarawane vor den fiesen Zentauren. Das sind gemeine Meuchelmörder, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, Vater Schlumpf. Hallöde. So, ihr werdet noch weggeböllert. Dann geht's hier durch dieses absolut uneinladende Steintor. Ich würde aber gerne noch gucken, was diese Sturmechsen da machen. Ich wollte gerade sagen, ich will noch Echsen, was die Stürme da treiben oder so. Irgendwas mit Echsen wollte ich sagen, Junge. Hier, erstmal Prost in diesem Sinne. Schön die Echsen, Freunde. So muss es nehmen. Was macht ihr denn da? Ist das so eine Art Fraktionsanführer-Clinch oder was sollte das gerade werden hier? Weißt du, einmal nicht hingeguckt, zack, wieder Makura irgendwie. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Leute, macht mich nicht wahnsinnig. Clown des Angriffs nehmen wir mit. Kommt ihr jetzt klar alle oder wieder in Position? Dankeschön. Dann können wir auch nochmal hier weiter hoppeln auf unserem Wölfchen. Grunzer vor, gucke. Jawoll, nicht nur die Zentauren haben Taktik, wir können das auch. Und wir gehen erstmal hier oben lang. Da sind nämlich noch mehr von den Verbrechern. Die wollen wir natürlich beseitigen. Die miesen, miesen Schweine. Taktik in einem Strategiespiel, ja. No way. Die Formation.
Beschützt die Kodos! Oh nö, die greifen ja an mehreren Fronten an. Leute, da werde ich rasen. Da ist ein Mana-Trank, das ist super. Dann können wir den kleinen burnen. Können da jetzt nochmal schön Ketten blitzen. Wo ist er denn überhaupt? Er kommt wieder nicht durch seine eigenen Untergebenen durch. Ne, es ist auch wirklich... Es ist ein schweres Leiden als angehender Kriegshäuptling von all diesen Völkern. Die wissen ja noch gar nichts von ihrem Glück. Ne, die denken sich auch, Mensch hier mit den Stiermenschen... Wir kommen mal so ein bisschen zusammen. Jetzt kommen da wieder Bogenschütze. Vor allem, guckt euch mal das Kräftegleichgewicht an, ne? Bam, Baumstamm in die Fresse. Was wollen die hier mit ihren kleinen Pfeilen? Scheiße. Gib dir, du wirst nicht nur zusammengeschlagen, sondern mit verdammten Baumstämmen niedergeprügelt. Also, mein lieber Herr Bärenverein aus dem Classic Cinematic, ja? Das ist, glaube ich, gravierender Schaden. Doktor, Kriegshäuptling, wie können wir euch dienen? Oh... Wolfsreiter, die Räuber, ein extrem mobiler Wolfsreiter, effektiv gegen Gebäude, kann Einschnürl einsetzen, um gegnerische Einheiten bewegungsunfähig zu machen. Sehr cool. Hatten wir die nicht schon mal? Wir hatten doch schon mal Reiter auf der Insel, ne, wo wir verteidigen mussten, bis wir dann wieder losziehen konnten. Cool, die sind wirklich nice. Und das fette Schwert dazu, oder? So richtig mit Nieten zusammengeknüppelt hier. Finde ich super. Crazy Legs, Shinigami. Hi. Beschützt die Kodos. Was ist jetzt hier schon wieder? Ich habe noch gar nicht meine Einheiten eingeteilt. Jetzt müssen wir mal machen, weil wir haben wieder mehr als 10. Da wissen wir ja ganz genau, die können wir dann wieder alle nicht auswählen. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen jetzt unsere Grunzer. Seid ihr fertig mal da vorne? Ja, ich bitte darum. Wir nehmen unsere Grunzer und unsere Wolfsreiter. Das ist unsere Vorhut. Und dann nehmen wir unsere Kopfjäger. Was ist denn das für ein roter Pfeil jetzt hier? Falls ich vergessen habe, wo er ist oder was. Ja, auch nett. Okay, ihr seid auf der 2. Und ihr seid hier die Vorrücker, ihr seid die 1. Was macht denn er? Du sollst bitte auch mit da runter. Och, er ist schüchtern, Freunde. Er ist schüchtern. Der Günni. Der Günni-Grunzer. Der hatte gar keinen Bock auf meinen Kack. Na gut, wir wollen weiter vorrücken. So, jetzt hier. Information. Und ab dafür. Ich habe immer noch Angst, dass mir die... Oh, Tauren wegrennen. Räuberfähigkeit einschnüren, können die runterzimmern. Okay. Macht ihr das automatisch? Nee, ne? Ihr müsst das drücken. So. Das ist aber bei den Nerubern, bei der Geißel, ist das aber besserer Service gewesen. Die haben ja so alles eingenetzt, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Das stimmt mich sehr traurig, dass ich das jetzt hier klicken muss. Ah, da hat's Klick gemacht, na? Das passiert manchmal. 1000-mal berührt, 1000-mal eingeschnürt. Wir kennen ja diese Zeilen. Haltet die Formation. Beschützt die Kodos. Kern langsam. Könnte man sich aber mal angewöhnen, einfach hinten die Tauren laufen zu lassen, oder? Dann schicken wir die Kollegen mal zurück. Und ihr könnt hier in Ruhe euch vorbereiten. Ja, die Wölfe so ein bisschen am Hintern schnüffeln lassen. Man muss sich da ja auch verstehen in so einer Einheit. Sonst hat das ja auch keinen Wert. Was ist das? Ach, das ist das Nest von den Harpien. Das ist aber sehr schön, hör mal, oder? Können wir das kaputt machen? Ich hoffe, weil schöne Dinge dulde ich nicht. Dafür haben wir Anni-Kampagnen. Bei der Horde muss alles brennen. Da müssen auch die Eier explodieren. Und dann war's das. Ne? Eier explodieren kennt man. Und sogar noch einen Drop bekommen hier. Rolle des Schutzes, Rolle der Heilung, großer Mana-Trank, geringer Auffülltrank. Trefferpunkte Mana wieder her. Nicht für Kampf. Wie nicht für Kampf? Was ist das für Kack? Ja, dann weg damit. Dann nehme ich hier aber meinen Mantel der Intelligenz, dass der Kettenblitz auch besser reinrasselt. Männliche Harpien haben wir ja auch nicht, ne? Dass man jetzt sagen könnte, ja, Galoppa hier mit den Harpien, das läuft. Aber nee, kennen wir gar nicht so ein Gelöt. Da ist der nächste Brunnen. Da werden wir uns sammeln und hoffentlich auch unsere Karawane mitbringen. Komm, put, Kern. Jawohl. Schön in Bewegung bleiben. Dann können wir hier verschnaufen. Endlich die Oase. Ja. Ach, Kriegshymnenkatapulte. Die könnten uns nützlich sein. Boah. Verwüster. Aber sahnige Verwüster. Na, gucke da. Katatonia, Sparta, hi. Verwüster sind die Belagerungswaffen der Orks. Mit ihnen können gegnerische Gebäude und Türme sehr effektiv zerstört werden. Quasi wie die Fleischwagen oder Fleischwägen, die wir ja bei Arthas und Co. immer im Gepäck hatten. Super, das heißt, wir müssen nur noch zur dritten Oase. Wo haue ich die denn jetzt mit rein? Ja, in die zweite Truppe, würde ich sagen. Oder zweite Truppe einmal antanzen. Da packen wir unsere Verwüster gleich noch mit rein. So, dann haben wir hier die Range-Kollegen. Oder können wir weiter vorrücken. Die Tauren heilen sich auch hier. Das ist toll. Haltet die Formation. Beschützt die Kodos. Diese hinterhältigen Hinterhaltssteller. Da werde ich wahnsinnig. Vorne.
Und unsere Wolfsreiter und Katapulte kommen nicht mal richtig durch. Das ist das Schlimmste. Da sind noch mehr. Ich wollte doch nach vorne. Jetzt müssen die alle sterben vorne. Wer aufs Maul will, der wird vom Wolf gerichtet werden. Kommt, Schwestern. Schon zu lange haben wir kein Fremdlingsfleisch mehr gekostet. Wow. Davon würde ich abraten, meine Damen. Wenn meine Wolfsreiter euch am Boden haben, seid ihr uns ausgeliefert. Das gute Fremdlingsfleisch. Okay, mehr Harpien. Das heißt, scheint eine richtige Entscheidung gewesen zu sein, dass wir die Wolfsreiter vorschicken. Das ist sehr schön. Da muss ich nur noch den Weg jetzt finden, um mich so ein bisschen durch... Oh, was ist denn hier los? Oha! Da ist aber gut, dass wir unsere Verwüster mitgebracht haben. Ja, hör mal. Rüms, da wird's aber reingeknallt. Guck mal. Wunderbar. Unsere Kollegen da vorne, die tanken das schon. Die halten das aus, wird er jetzt auch immer weniger. Das ist ja das Geile, wenn man so eine Basis zerstört, ne? Das wird einfach immer weniger mit den gegnerischen Einheiten. Das finde ich super. Kannst du Rechtsklick auf die Fähigkeit machen? Sollte die automatisch gehen? Ich glaube nicht. Guck mal, da fehlt nämlich der Kreis drumherum. Das ist wie bei Begleiterfähigkeiten, ja, von Hunter und Hexer und so weiter. Oh, und die könnten wir sogar komplett outrangen, wenn wir jetzt sagen, hey, wir spielen auf höheren Schwierigkeitsgraden. Wir wollen hier gar keine Einheiten tanken lassen und die verlieren. Dann können die Türmchen sogar outrangen. Das finde ich ja super interessant. Und da geht das leider nicht, ne? Das ist hier wie bei unserem guten Trallibob. Da haben wir keine Option, da noch extra irgendwas dazu. Haltet die Formation. Beschützt die Kodos. Zu automatisieren. Ja, die zwei kriegen sie ja hin, ne? Das haben sie ja schon bewiesen. Das heißt, wir rücken gleich mal wieder vor. Und hau dir ja auch alles kaputt, gar kein Ding. Immer diese Grunzer, die nicht bei den anderen stehen, die denken auch, die wären Millennials. Ja, ganz besondere Schneeflockengrunzer sind. Obacht ist geboten, okay. Dieser Pass führt direkt nach Malgor. Ja. Aber ich befürchte, die Karawane wird eingeholt, ehe sie die andere Seite erreicht. Naja, wir sind ja da und bisher hat das ja super funktioniert. Malgor, ich mag Malgor. Ah, ich liebe diese Zone, dieses weitläufige. Ja, 7 Stunden bis nach Donnerfeld zu rennen, Junge, um eine Quest abzugeben für 30 EP. Da geht mir einfach das Messer in der Hose auf, wirklich. Ganz, ganz toll. Und die letzte Oase, da ist sie. Let's go. Ja, unser Räuber hat gut getankt. Guckt mal das Leben an. Das ist ja fast inexistent hier. Der arme Mann. Einmal bitte heilen. Ich hasse das, wenn die sich so gegenseitig blockieren. Endlich die Oase. Schöne Aufstellung, Leute. Schöne Aufstellung. Und auch Kern kommt angetrampelt. Flickflack, hi. Na? Ja, ein paar Schritte noch. Ja. You can do it. Er schafft es. Er war stets bemüht. Hey, 3 Oasen. Die sind die geilsten. Cool. Karawane auch. Redet ihr jetzt? Ja, schön. Cam, die Karawane wird es niemals rechtzeitig schaffen. Möge der Zorn der Erdenmutter diese elenden Schufte strafen. Uff. Die werden uns nicht mehr behelligen. Und ihr, junger Kriegshäuptling, könnt eure Suche fortsetzen. Nach dem Orakel. Was ist es genau? Es heißt, das Orakel sah, wie die Erdenmutter die Schicksalsfäden wob. Es allein kann euch euer Schicksal zeigen. Wo kann ich es finden? Weit im Norden, im Schatten des Berges Hyal, liegt der Steinkrallengipfel. Ihr findet das Orakel in der Gipfelhöhle. Ich gebe euch meine besten Kodos mit auf den Weg. Hab Dank, Herr. Ich werde euch nicht vergessen. Geht mit Ehre, junger Kriegshäuptling. Möge die Erdenmutter euch wohlgesonnen sein. Hey, voll schön. Die Karawane zieht weiter. Zentauren sind tot. So sieht's aus. Ja. Und Gnolde ist gerade vom Glauben abgefallen. Hexer haben Begleiter. Ja, es ist wirklich wahr. Wahnsinn. Dann mal zur Kampfgilde ein kleiner Zusatz. Wenn du dir beim Händler dort diesen Würfel kaufst, den ich gestern erwähnt habe, kannst du nicht nur die T-Shirts dieser Season, sondern auch die der letzten Season verdienen. Ah, okay. Sind am Ende in den Beuteln, wenn du die zufälligen Bosse besiegst. Außerdem ist es auch möglich, noch 2 klassische Erfolge aus Season 2 nachzuholen. Ja, good to know. Dankeschön für die Info.
Wir machen weiter. Wir haben Kodos bekommen. Total geil. Und da sind wir wieder im schönen minimalistisch animierten Zwischenscreen. Und ich finde super, dass er uns jetzt diese völlig nutzlosen Kodos mitschickt. Ne? So nach dem Motto, hey, ihr erinnert euch bestimmt nach der Eskortierungsmission an die Kodos, die nichts getan haben. Das sind jetzt eure. Viel Spaß. Viel Spaß. Der Berg Hyal. Man kennt ihn. Es war taurisch. Ja, taurisch, taurisch. Hyal. So. Zerstörung von Lordaeron. Wait. Oh, das eskalierte zeitnah. Hier sind eure Kodos. Ja, dann. Einmal Krieg. Let's go. Ja, in der Zwischenzeit hat in Lordaeron die brennende Legion mit ihrer Invasion begonnen. Das habe ich ja am Anfang nochmal kurz zusammengefasst. Aus dem letzten Stream haben wir mit Kel'Thuzad einen guten Archimond beschworen. Und der kann jetzt natürlich hier und da ein bisschen freidrehen. Nutzlos, die pushen deine Leute um 10% Angriffskraft. Was ist mit dir? Ja, aber die eben doch nicht. Wie du, es ging um die Heinis, da die Lastkodos, die da rumgekreucht und gefleucht sind. Die pushen doch nicht. Sie pushen meinen Blutdruck, wenn ich die sehe. Bolias Gaming, 31 Monate. Vielen, vielen Dank. Geisteskranke Zahl. Wir gucken rein. Normales Festival. Grüße, mächtiger Manorot. Wie verläuft die Invasion? Pah, diese schwachen Menschen sind keine Gegner. Dann hat die Geißel ihre Aufgabe erfüllt. Im Gegensatz zu manch anderen. Verspottet mich nicht, Schreckenslord. Ich weiß, dass die Orks versagt haben. Wenn ich sie finde, ziehe ich sie persönlich zur Rechenschaft. Genau deswegen bin ich gekommen. Es könnte euch interessieren, dass die Orks gar nicht mehr hier sind. Was? Seid ihr sicher? Daran besteht kein Zweifel, Manorot. Meine Diener sind immer zuverlässig. Sie sagen, die Orks seien in Kalimdor gelandet. Kalimdor? Aber was wollen sie? Die Orks gehören rechtens mir. Und ich werde sie mir holen, egal wohin sie fliehen. Und ihr gehört mir, Manorot. Ihr tätet gut daran, das nicht zu vergessen. Wir werden die abtrünnigen Orks beobachten und abwarten. Sie könnten uns trotz ihres Versagens noch nützlich sein. Oh oh. Das waren jetzt gar nicht mal so gute Nachrichten für uns in dieser Kampagne. Hoppla. Was ich sehr cool finde, aber auch die detaillierten Waffen, ja. Wir haben uns ja schon über die Rüstung von Archi unterhalten, die er auch so in WoW bei ihm droppen kann. Die Glaive, diese Stangenwaffen-Glaive, so, das ist der Fachbegriff. Die Manorot trägt, die kann er auch droppen in HFZ, ja. Sehr cool. Und Manorot hat einen ordentlichen Fettnacken, auch das ist wahr. Definitiv. Reiner Kalmund, ja. Der Reiner Kalmund unter den Dämonenoffizieren. Sehr, sehr coole Sache. Gnolde, ich grüße dich. Hallöchen, Mibio auch da. Hi, wir sind wieder im Brachland. Der Ruf des Kriegshymnen-Clans, haben wir ja. Einige gerade schon eingesammelt. 5 Tage später, im Vorgebirge des Steinkrallengipfels. Vol'jin, du bist noch gar nicht da. Mensch, Miss Feelgood, Dankeschön für 21 Monate. Vielen, vielen Dank. Und 5 Tage sind wir jetzt weitergewandert. Gibt's ja nicht. Kriegshäuptling, wir streifen seit einer Woche durch dieses Ödland und kämpfen nur gegen Zentauren und Schweinemenschen. Wir müssen unsere Kräfte mit echten Gegnern messen. Die Untätigkeit und die sengende Sonne rauben uns die Nerven. Aber wir müssen weiter. Beim Orakel wird alles klar werden. Wie ihr meint, Kriegshäuptling. Lul. Seht ihr das? Der Kriegshymnen-Clan. Und sie kämpfen gegen Menschen. Elende Orks, was untersteht ihr euch, uns in dieses Land zu folgen? Haltet die Luft an, Mensch. Ihr braucht sie zum Schreien, wenn ich euch zerfleische.
Was? Loktar-Krieger! Hellschrei braucht Hilfe! Ja, die Orks reden natürlich von einer Werkwoche. Ja, das sind die 5 Tage. Okay, let's go, Hellschrei, wir haben ihn gefunden. Gemein, Hellschrei braucht Hilfe ist natürlich ein Fake-Satz, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen was vom Loot. Kann ich immer noch irgendwo Kettenblitzen? Nein, so viel Hilfe brauchen die, dass ich meinen Kettenblitz rausbekomme. Super Sache. Und wir haben Peons dabei, das heißt, wir dürfen bauen. Hey, endlich wieder kaputt die Menschlein. Ja, Ork-Bedrohung. Chrom ist gleich mal AFK gegangen. Oder sind wir? Gromasch, was soll das alles? Wie um alles in der Welt kommen diese Menschen hierher? Genau wie wir, kleiner Bruder. Offenbar führt ein schwaches Mädchen namens Prachtmeer sie an. Ihre Streitkräfte versperren den Pass nach Norden. Wir müssen trotzdem über diesen Pass. Unsere Jäger sollen die Gegend erkunden, während wir das Lager aufschlagen. Bis dahin werden die Menschen nicht angerührt. Wie ihr meint, Kriegshäuptling. Hey. Wie ihr meint. Ja, ich rauche gern. Okay. Errichtet einen Stützpunkt, baut ein Haupthaus und Israeli Bob muss überleben. Das ist in Ordnung, das kriegen wir, denke ich, ganz gut hin. Haupthaus hier schön in the middle. Bei den Orks muss ich erstmal wieder umdenken, weil wir mussten ja jetzt auch keine Minen verhexen und so. Wir konnten ja jetzt einfach bauen, ne? Wir konnten einfach machen. Wie angewidert er das Wort Menschen sagt. Ja, man kennt es sehr genau. Kodobestie. Im Bestiarium können Kodobestien ausgebildet werden. Das ist das, was Vito gerade meinte. Ah, gucke hier, gleich mal ein Trommler-Ork draufgesetzt. Sehr coole Sache. In Schlacht um Mittelerde waren das immer die Trommler-Trolle. Die waren auch sehr cool. Die standen, glaube ich, auch vor Minas Tirith mit rum, ne? In Rückkehr des Königs. Und der bufft unsere Einheiten. Das ist sehr angenehm. Und sehr sympathisch. Konnte ich jetzt nicht noch mehr Peons sogar da drauf ansetzen und dann haben die das schneller gebaut? War das so oder habe ich das geträumt? Das finden wir jetzt raus. Sprechen der Zwerg und Gnome eigentlich die Gemeinsprache oder machen die sich auf Gemeinsprache und Orkisch dumm an? Okay, die scheinen nicht mitzubauen. Ich gehe stark davon aus, dass sie Gemeinsprache sprechen. Gnome ist noch nicht in 2020 angekommen. Gnome vor allem. Grom, meine Güte. Wo alle Frauen stark, lustig und unabhängig sind. Ja, das kann er gar nicht leiden. Ja, da ist er einfach wirklich noch in der Höhlenwelt unterwegs. Grom und nicht Gnome war natürlich das Wort der Stunde. Da wurde hier, glaube ich, überhaupt kein Fick drauf gegeben. Das ist vielleicht essentiell für den ein oder anderen Rollenspieler von Welt. Aber ansonsten hält sich das, glaube ich, bei unseren Charakteren sehr in Grenzen. Ja, da kann ja auch ein Garrosh auf einmal mit einem Varian kommunizieren und hin und her. Kann man jetzt sagen, klar, das sind irgendwo Führungspersönlichkeiten, die wurden auch irgendwo noch gebildet, müssen sich austauschen können, ja. Aber spätestens bei Garrosh muss man ja so eine Aussage überdenken und kann eigentlich gleich dazu sagen, naja, wobei, Moment, Garrosh mit so einem Buch, um die Sprache der Menschen zu lernen, sehe ich irgendwie auch nicht vor mir. Wir hauen mal gleich noch, während sie die ersten Säcke haben, ein paar Baue hin. Das war auch unsere entsprechenden Kosten hier ausbauen. Und dann geht das gleich weiter. Versteht er? Baue zum Kosten ausbauen. Ja, Trommeln wäre mein Job im Krieg, oder? Oder so ein Fahnenschwinger. Wie hier immer vor irgendwelchen Paraden oder wie bei SpongeBob, ne? Die Fahnenschwinger, die dann schneller drehen müssen und dann in so ein Zeppelin krachen, weil sie abheben wie so ein Helikopter. Da sehe ich mich auch, muss ich zugeben. Wir müssen nochmal die Quests genau ansehen. Ich habe jetzt nämlich nur im Kopf, bauten, ja, das ist es, oder was? 2 unentdeckte Nebenquests, okay. Also das schaffen wir, glaube ich. Das klingt erstmal machbar. Das dauert zwar ein bisschen, aber ja, wollen wir gleich noch was bauen? Eine Kaserne hier hin, wenn wir schon dabei sind? Ja komm, wir haben ja die Ressourcen. Gleich hier schön mitten in den Weg, Junge. Gleich den Kran hier ausgepackt. Gucke. Wahnsinn. Stein auf Stein. Dann wird die Kaserne fertig sein. Finde ich klasse. Seht ihr den Trommler nochmal genau an? Der hat die Axt umgedreht. Echt? Tatsächlich. Wow. Er hat einfach die Axt umgedreht. Mann, sind halt keine Arbeit Musiker. Abgeschlossen. Keine Musiker. Okay. Peons können in Bauen stationiert werden, um Gegner Arbeit anzugreifen. Abgeschlossen. Das ist unsere Ober-Defense hier. Die können wir in den Bau rufen. Und dann läuft das. Wir bilden gleich mal noch mehr Peons aus für die Mine. Und dann geht's ans Holz. Hey, Obermacker. Wir haben ein paar Menschenlager in der Nähe entdeckt. Außerdem ein Goblin-Labor im Norden, das von einer Basis beschützt wird. Interessant. Wenn wir ungehindert bis zu den Goblins gelangen, könnten wir in ihren Zeppelinen über den Pass fliegen.
sichert die Zeppeline. Ach du Kacke. Hier ist die Kriegshymnenfestung. Die sind schon ein bisschen weiter als wir. Okay, Peons bauen. Der ist auch ready. Dann können wir den ja gleich mit runterschicken. Dann könnt ihr ans Holz. Beziehungsweise ist hier eine bessere Holzposition. Nee, ne? Das ist alles hier so eine untere Grenze. Okay, dann haben wir hier noch einen stehen. Der hat die Kaserne gebaut. Das heißt, der macht gleich erstmal noch die Kriegswerkstatt. Die können wir dann hier mit hinsetzen, würde ich sagen. Ja, und dann läuft das erstmal, ne? Mit dem Bau und den Ressourcen. Mit dem Holz, Junge. Großartig. Hier können wir auch die Verwüster bauen. Muss ich mir die Quest wieder nochmal angucken. Zeppeline jetzt, ne? Alle gegnerischen Einheiten töten und 2 Zeppeline brauchen wir. Die sollen wir dann in unsere Basis holen. Der Obermacker, ja? Die wissen, wie man mich anredet. Bolga, hallöchen. Hallöchen, hallöchen. Bin ich gut. Spoiler, Grobasch wird Scheiße bauen. Was ist das denn für ein Vorurteil, Mysterioso? Ich bitte dich, Lord Wars, hallöle. Hallöle, hallöle. Ich möchte gerne meine Einheiten trotzdem ein bisschen anders positionieren, dass sie hier nicht einfach nur rumguffeln ohne Ende. Mitten im Bau geschehen, das ist ja auch keine Art und Weise. Und apropos Bau, wir brauchen schon auch ein paar Baue mehr, habe ich so das Gefühl. Ne? Pass mal auf, wir haben ja jetzt so schön schon, wo ist denn das Ding da unten? Gold entsprechend gegönnert. Das heißt, wir setzen hier gleich mal noch ein paar Baue mit aneinander. Wobei es, glaube ich, dann auch cleverer wäre, wie wir ja gerade gelernt haben, dass wir die Baue mit Peons besetzen können für die Verteidigung. Dass man die dann auch so gleich so Tower-Ziggurat-mäßig ja, drumherum baut. Das kann man sich für das nächste Mal ja auf jeden Fall auch merken. Mal sehen. Was macht Grom? Oh Gott. Arbeit abgeschlossen. Er macht die Mission jetzt einfach ohne uns. Ne? Er denkt sich auch, ja, Sturmechsen und so, gar kein Problem. Juckt mich überhaupt gar nicht. Geil, Randa für die Big Place jetzt schon? Nein. Nein, jetzt sondern nee. Hetor, hallöle. Muss ja wenigstens. Ich kann nicht mehr warten. Oh, oder auch doch. Die Menschen müssen gemetzelt werden. Okay. Kriegshäuptling, der Kriegshymnen-Clan greift die Menschen entgegen euren Befehlen. Verdammt. Jetzt müssen wir wohl oder übel kämpfen. Verstärkt unsere Abwehr. Um Höllschrei kümmere ich mich später. Was soll das denn? Was ist mit ihm? Was ist denn mit Grom los? Zerstör die Stützpunkte der Menschen. Ja, super Sache. Toll, danke. Danke, Grommasch. Toller Typ, Alter. Toller Typ. Okay, die machen das da jetzt, oder was? Und wir nehmen die an den Seiten? Höllschrei wird allein nicht überleben. Schickt Begleittruppen, wenn der Gegner angreift. Die Menschen werden euch zweifelsohne angreifen, baut Wachtürme. Ja, am besten mache ich einfach noch 20 Sachen. Ja, da komme ich jetzt eh nicht mehr hin. Das ist doch zu spät, Junge. So schnell bin ich doch gar nicht. Warte in der Mitte, sagst du. Okay. Okay, dann lasse ich hier mal stehen. Jetzt kommen hier noch ein paar Sturmechse. Ja, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Okay, dann warten wir auf Grom. Das sieht gar nicht gut aus, was er da macht. Aber hallo. Was soll das denn? Hör mal, gibt's doch nicht. Wir brauchen dringend noch mehr Holz hier. Hör mal, noch ein paar Peons fürs Holz. Gleich mal hier 3 Stück. Da haben wir hier noch einen Grunzer. Der Held unseres Verbündeten ist tot. Toll, Chrom, danke. So, endlich haben wir ihn wieder gefunden. Was macht er? Er springt erstmal in die größte Menschenbasis rein. Ach, guck mal, wie die uns hier umgehen wollen, die Stinker. Ja, hier wird nicht angegriffen. Magius Rex, Alter. Groß, gebräunt und gut aussehend. Man kennt ihn. Vanessa, hallöchen. Die Menschen wollen Groms Lager zerlöten. Das ist auch nicht nett. Bin ich hier der orkische Babysitter oder was? Das ist ja, Freunde. Da kriege ich so einen Hals. Wirklich, Orkgebäude mit Stacheln. Ja komm, was kostet die Welt? Fernkampf. Wir brauchen mehr Holz. Ja, da macht mal hin da mit euren kleinen Mini-Echsen. Das gibt's doch gar nicht. Kommen einmal noch die 100 rein hier jetzt. Jetzt gibt da keiner Holz ab. Seht ihr das? Wie die mich mobben? Meine eigenen Peons. Ich raste aus. So. Euch nehmen wir gleich mal noch mit hoch, würde ich sagen. Forschung abgeschlossen. Wie viel Platz haben wir denn noch hier eigentlich? Ja, da können wir sogar noch einen mit reinnehmen. Das ist so eine gute Geschichte. Nehmen wir noch einen Kopfjäger mit. Come on. Da steht ja sogar noch einer. Los, lauf, du Ratte. Meine Güte, jetzt gibt's Racheangriff. Kommen sie mit 2 Einheiten, denken sie, jetzt hier die Orks. Was wollen sie machen? Magius Rex heißt ja immer so. Ich bin mir nicht sicher, wie das mit den gegnerischen Heldencharakteren aussieht. Ich meine, die sind ja jetzt auch nicht so wichtig, aber ich sag einfach mal ja. Ich sage, die heißen immer total gleich. Der verteidigt jetzt unsere Base, das ist unser Kopfjäger-Bro. Das ist der Bernd und der kriegt das hin. Wir warten jetzt, bis Grom wieder da ist. Er ist schon wieder da. Okay, dann warten wir, bis er nächstes Mal eskaliert und dann ein Galopper, schöner oben, Alter, was will er machen? Was will er machen, Letoxborg? Hallöchen. Und dann zerlöten wir schön mit Grom
Und unseren übertrieben gepushten Einheiten zerlöten wir schön gleich die Menschenbasis, Junge. Ist wirklich so. Chris, hallöchen. Chris Lane, was geht? Was ist am Bienen? Jetzt haben wir Stacheln überall. Schaut mal. Hey, die stacheligen Orks von nebenan. Was für Stacheleber, oder? Wir sind's. Was habe ich verpasst? Oh, einiges. Manorod war sauer, weil die Orks abgehauen sind. Wir haben Grom gefunden. Wir haben uns mit Kernen verbündet und hatten eine Menge Liebelei, haben jetzt Kodos bekommen. Ja, und das ist im Grunde so die Story bisher gewesen. Ich glaube, als nächstes läuft er zum linken Lager. Jetzt macht er hier auch noch Spirenzien und läuft sonst so lang, oder was? Wir werden es sehen. Gerade hält er sich ja vornehm zurück. Oder können wir auch ohne ihn das schon platt machen? Ich traue mich nicht. Wir warten erstmal auf Grom. Wir können ja in der Zwischenzeit ausbauen und weiterbauen und was weiß ich nicht alles machen. Und dann greifen wir immer erstmal mit Grom an, wenn wir dann ganz, ganz coole Sachen haben. Ja, und hier auch Belagerungsgelöt bauen können. Dann ist das, denke ich, gar kein so ein großes Ding mehr. Und dann wird alles weggekloppt, ne? Gorgon, dann hauen wir alles kaputt, sage ich dir, wie es ist. Verpasst die ganz großen Big Plays, Alter. Aber das ist ja Standard. Was ist denn jetzt mit ihm? Ist er eingeschlafen? Wo ist er überhaupt hin? Wait, er macht... Da sagt er gar nichts. Da kommt er sneaky um die Ecke und sagt gar nichts. Der Kriegshymnen-Clan greift noch ein Menschenlager an. Ey, Mann. Vielleicht ist das unser Schicksal. Für immer und ewig gegen die Menschen zu kämpfen. Juhu! Die Gilneas-Brigade. Ja, Grom, leb mal jetzt ein bisschen länger, bitte. Ich stell dir auch so einen Heilschutz hin. Guck mal. Machen wir. Pop, einwandfrei, alle werden geheilt. Ich hätte sehr gern Belagerungswaffen, muss ich zugeben. Aber man kann ja auch nicht immer alles haben. Holen wir noch ein paar Wölfchen dazu. Und dann wird das besser. Guter Tank einfach, oder? Tank mit Leib und Seele. Ich sag euch, wie es ist, Freunde. Ah, und guck mal, unser Kodo-Reiter. Er kann ja auch seine Äxte nicht nur zum Trommeln, sondern auch zum Werfen benutzen. Das sieht insgesamt doch ganz gut aus. Würde ich mal meinen, wenn wir jetzt noch die Tower zerlötet kriegen. Unsere Einheiten sind eigentlich ganz gut dabei. Die sind auch weg. Ja gut, was für Belagerungswaffen. Ey, orkische Wut und ab dafür. Wie er sneaky nichts gesagt hat. Da komme ich ja gar nicht drauf klar, wie er einfach sich vorbeischleichen wollte. Du kannst auch mit dem Kodo Menschen auffressen. Kann ich das? Tatsache, verschlingen. Verschlingt eine gegnerische Bodeneinheit. Haben wir noch eine? Da kommen welche. Kodo, komm. Einmal rein. No, nein, da. Grom, jetzt töte den noch nicht. Ich wollte ihn essen. Weißt du, isst du das noch? Hat er nicht mal gefragt, ey. Ich fass es nicht. Ja, komm, zerlötet mal die Basis hier. Unsere Hochburg ist fertig. Das ist super. Dann können wir hier ein bisschen buffen. Hier können wir noch nichts weiter ausbauen, aber können uns dann den ein oder anderen Verwüster holen. Hätte ich gedacht, pass auf, dann lassen wir hier noch ein paar Baue errichten. So, bauen wir mal noch drei Stücke hin. Schön hintereinander weg. Können währenddessen Ressourcen ansammeln. Von uns leben noch alle. Und dann haben wir gleich schön die Verwüster hinterher. Ist das eine geile Geschichte, aber hallo. Kettenblitz in die Fresse. Ja? Wir blitzen das Gesicht aus der Fresse. Und alle Einheiten, die dachten, sie haben Urlaub. Einmal bitte kaputt schlagen hier das Wörtchen. Müssen wir alles kaputt machen? Wirklich jedes letzte einzelne Häuschen oder was kommt hier oben? Was ist das für ein Hass, den wir hier an den Tag legen? Hör mal, da sind noch mehr Häuschen. Weil es ist ja immer noch die Questmarkierung hier, ne? Grom haut schon ab. Grom denkt sich, komm, ist kaputt. Was soll der Geiz? Jeder Stein muss hier zerstört werden. Von. Es darf nichts mehr aufeinander liegen. Und dann können wir gleich zum nächsten, nehme ich an. Oder zieht er sich erstmal zurück? Er zieht sich echt zurück? Versteht ihn einer? Versteht ihn einer? Gottes Willen. Okay, wir haben diese Basis soweit clear. Hier können wir uns jetzt auch selber aufbauen mit Goldmine und so, ne? Aber das ist mir etwas too much, muss ich zugeben. Ein bisschen too muchig, Lul. Dann machen wir erstmal hier schön auf entspannt unser eigenes Ding. Kaum Kosten. Ja, komm, wir wollen hier schön... Ich hätte gerne 4 Verwüster. 4 Verwüster, dass wir auch so eine kleine Nachhut haben, die wir immer nachziehen können. Und ich glaube, 4 sind echt eine ganz gute Angelegenheit. Verbesserungen sind soweit auch am Start. Wir können ja mal ein Goldpeon noch abziehen. Für ein Bestiarium, weiß ich, Giftspeere und so, flüssiges Feuer, klingt schon geil. Wir bauen es einfach mal für die Lulz, dass wir das auch mal mitgesehen haben. Dass hier keiner sagen kann, auch ja, Junge, was ist da mit dem Bestiarium? Pass auf, der baut noch ein paar Wachtürme. Einfach nur für den Fall der Fälle. So. Und dann geht das hier zurück ins Business. Da kommen schon die ersten Verwüster. Und wir warten wieder auf Grom, bis er ready ist. Da kommt er nämlich auch schon. Dann geht's in den zweiten Posten. Graue Lebensbalken in einem schwarzen Feld. Ja, willkommen in Warkreft. Man kennt es. Ist das örtlich das neue Durotar? Ich bin mir nicht sicher.
Ich bin mir nicht sicher, wo genau der Übergang dann Brachland, Malgor, 1000 fucking Nadeln, Durota und so hier genau anfing. Überwiegend waren wir jetzt im Brachland, das sieht ja von der Färbung auch noch so aus, aber wir sind auch nicht weit weg von Durota. Das dürfte sich hier alles ganz gut überschneiden. Gilneas Brigade spielt das zeitlich, bevor sich Gilneas eingemauert hat. Das ist eine verdammt gute Frage tatsächlich, ob das uns gezeigt wird, ob das nebenbei passiert, ob das gerade der Fall ist. Bin ich mir gar nicht sicher, ob wir da schon eine exakt zeitliche Info zu haben. Aber hier dürfen wir wieder alles zerlöten. Paladin! Paladin! Auf ihn! Können wir den auch fressen? Nein, oder? Wir können keine Heldeneinheiten fressen. Fände ich aber ganz cool. Dann fressen wir jetzt einen schönen Arbeiter. Warte, ich bin gespannt. Hier kommt die Bestie. Willkommen im Jurassic Park. Nom. Das war jetzt nicht halb so cool wie erwartet. Nom. Oh! Ah, das sah besser aus. Okay, das üben wir nochmal. Das üben wir bei Gelegenheit einfach nochmal. Das Lordaeron-Korps sagte, das wären schon Untote. Ja, die Namen haben wir eben schon festgestellt, anhand der Frage mit den Gilneern. Die sind generell ein bisschen verwirrend, würde ich fast sagen. Weil ja alles einfach zusammenkämpft, was ansatzweise Rang und Namen hat. Drei Verwüster sind da. Vierter in der Mache. Das ist super, pass auf, die schicken wir ja auch schon mal los in der Mitte. Und dann haben wir die auch schon mal in der Hinterhand. Können wir sogar gleich noch einen machen. Guck mal, lassen wir die alle hier hinfahren. Wir haben auch schön auf dem Rückweg was zu erzählen. Warum ist wieder AFK, Junge? Da guckst du einmal nicht hin. Ist ja AFK. Dinosauri. Aha, Jurassic Park Team, ganz wichtig. Ey, Junge, was ist denn das für eine Mission, dass hier jedes Häuschen zerkloppen muss? Und sie stellen mir auch wirklich 7000 Häuschen hin. Das gibt's doch nicht. Ich tippe mal Erkundungstrupps ausgesandt, bevor Arthas eskaliert ist. Das kann natürlich sein, dass man das jetzt lore-technisch so erklären könnte, dass Blizzard nicht komplett keinen Fick drauf gegeben hat, ja, sondern dass das alles einzelne Trupps sind zur Erkundung, die sich hier jetzt verteilt haben, ja, und gemeinsam so botschaftsmäßig an einen Strang ziehen. Ja, so könnte man sich das ungefähr zurechtreimen. Aber eine große Lore-Info, auch was das Ganze jetzt 1:1 zeitlich angeht, die ist uns hier erstmal verwehrt geblieben. Ach, gucke, hier stehen sie doch, Freunde. Unsere Verwüster. Geil. Dann zieht sich Grom jetzt zurück. Das ist ganz gut. Da haben wir vielleicht Zeit, sogar noch einen Verwüster zu holen, hör mal. Dann können die hier ja auch noch mit vorrücken. Leute, und dann haben wir hier aber für die letzte Basis eine Streitmacht. Ja, zwei sind es noch. Für die letzten zwei Basen haben wir aber ein Kollegium angehäuft. Das gibt's gar nicht. Das müsste aber nach der Einmauerung sein. Geneas war auch sehr störisch. Diesen Trupp für Jaina der Expedition zu geben. Ja gut, also es gibt sicherlich das ein oder andere Ereignis, wo man das auch dran festmachen kann. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Warcraft jetzt nicht unbedingt alles, auch wie wir es heute kennen, ja, immer noch mit aktuellen Bezügen und Co., auch mit dem, was Chroniken aufgewühlt, aufgerührt hat, ja, wenn wir auf das Veröffentlichungsdatum schauen, dann ist hier vieles auch eher nach dem Motto, naja, wir machen das mal. Also hier haben sie sicherlich noch nicht geahnt, dass sie irgendwann bücherweise und addonweise die Köpfe der Leute füllen. Also manche Sachen können wir uns da zurechtreimen, auf vieles wurde aber auch wirklich einfach keinen Fick gegeben. Ja, ist dann halt so. Deswegen sehen wir auch immer wieder dieselben Magier mit denselben Namen, wo man auch fragen kann, hä, wie jetzt? Ja, was ist jetzt hier, die Geißel doch? Oder nebenbei Nekromantie und kein Störz? Das sind dann so ein paar Faktoren, wo man einfach die Augen auch zudrücken muss, ne? Auf der anderen Seite kann man sich aber natürlich auch über entsprechende zentrale Ereignisse und Co. ein bisschen herleiten. Guti, dann haben wir unsere Einheiten soweit fertig. Jetzt ist nur die Frage, was macht Grom? Grom, wir warten auf dich. Wir warten auf dich. Laut Forscherliga Wiki haben die sich zwischen 2. und 3. Krieg, Einfall der brennenden Legion, im Warcraft 3 Hauptspiel eingemauert. Siehst du, dann haben wir ja doch das Ganze irgendwo am Horizont verfolgen können. Das ist natürlich eine nette Geschichte. Ich überlege gerade, ob wir nicht selber schon mal hochmarschieren. Weil was sollen wir immer auf den guten Grom warten? Wir haben ja jetzt hier unsere Einheiten. Ich wette, er marschiert jetzt komplett straight durch die Mitte oder so. Ich wette, jetzt wo ich sage, wir ziehen jetzt mal allein in das letzte Lager, passiert irgendwas richtig Dummes. Ich merke das. Ich riech das. Ich spüre das einfach schon. Mach mal Vault-Kick-Grommarsch. Ja, ehrlich, er pullt einfach immer. Zieht sich dann zurück, hört nicht auf den Gruppenlied, ja. Was soll sowas? Müssen wir hier hoch? Ich schätze einfach mal, ja, hier ist es so dunkel. Oh. Oder auch nicht. Im Dunkeln ist ja gut munkeln. Oh. Wilde Kin, oder wie hießen die? Waren ja nicht Moonkin. Wilde Kin, jawohl. Sind halt wilde Moonkin. So. Attacke hier. Einmal die volle Truppenstärke. In die Fresse dieser wilden Bestien. Und da läuft Grom auch pünktlich los. Schön.
Sehr gute Sache. Robin Klopper. Dankeschön für dein Cheering. Danke, danke. Und wir können Kettenblitz verbessern. Super. Clown des Angriffs Nummer 9. Ja, komm hier. Kurz mal Rüstung pushen. Dann klauen wir uns hier die Klauen, Lul, und gucken, wo Grom jetzt langläuft. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, wo er langläuft. Im Zweifelsfall weiß es selber nicht. Wir halten ihn auf. Wir halten ihn auf. Albezin, 9 Monate. Dream of Anarchy bleibt immer noch ein 31er. Das wird sich nie ändern. Wichtige Information. Dankeschön. Ja, du kannst nicht vorbei. Dankeschön für 9 Monate. Freut mich sehr, freut mich sehr. Braucht dringend eine Glyphe, die mir so eine Eulenform gibt. Die ist echt krass, ne? So wilde Kinder, das hat schon was. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt nur an der Warcraft aufgehübschten Grafik liegt, was auch immer das für eine grammatikalische Reihenfolge gerade war. Oder ob es einfach generell mal an der Zeit wäre, auch die Eulengestalten weiter zu pushen. Ja. Also das ist schwierig, weil es gibt bestimmt auch geilere Sachen, als einfach hier noch eine Feder dran. Weißt du, wie ich meine? Das wäre generell eine coole Sache. Nicht nur diese Sternenglyphe mit reinzubringen, dass man ja ohne Eulengestalt kämpfen kann, dass man das T-Mox sieht und so, das war damals der größte Kritikpunkt der Eulen. Aber sie haben mit Legion und mit den Klassenmounts und so ja gezeigt, dass sie auch da bei diesem bestialischen Faktor ganz gut was drauf haben. Da bin ich heute noch ein bisschen traurig, dass wir keine speziellen Eulengestalten bekommen haben, ja, wie beim Bärchen, dieses Leuchten und so weiter. Wäre ja auch komplett krank. Das wäre cool und vielleicht hat Shadowlands auch einige Möglichkeiten, was das reine Customizen angeht, ja, so eine Skeletteule, wobei es da schwierig ist, weil da haben wir ja unsere Drustmagie schon, da haben wir unsere Kuliraner-Druiden und die profitieren natürlich durchaus schon von so eher nekrotischen Einflüssen, deswegen mal gucken, ob sie da irgendwas wahrnehmen. Zumal dann die anderen kommen und sagen, die Eulen, ja, immer werden Druiden bevorzugt mit ihren 7 Trilliarden Specs und dann sind auch wieder alle nur am Weinen so mad. Wo ist unser Bestiarium? Das ist es nicht. Hier ist es. Ah, Einschnüren erforschen. Kodobestie, Räuber und viel mehr haben wir auch noch nicht. Ah, schon cool, ne? Guck mal, mit dem Pferd hier. Ah, schön animiert, dass auch alle regelmäßig rauslaufen können und Amok laufen, die Wölfe. Super, Planung läuft. Okay. Grom, wie sieht das aus hier mit der letzten Festung? Hör mal. Wie sieht das aus? Zieht er sich jetzt nochmal zurück? Wenn er sich jetzt nochmal zurückzieht, wovon ich ausgehe, dann rödeln wir einfach komplett straight einmal durch. Mit Sicherheit. Breakout, Hallöchen, beste Grüße zurück. Mittlerweile ist es um Shadowlands ja wieder ruhiger geworden. Leider gab diese Woche, glaube ich, noch nicht mal einen Patch für die geschlossenen Server und verschlüsselten Server vor allem, ja. Verschlossen und verschlüsselt, Freunde, das sind die schlimmsten. Ganz gefährliche Sache. Wir sammeln uns erstmal hier wieder. Glaubst du, Blizzard hat sich da an deinen Urlaub gerichtet, deshalb dieses Mal drauf verzichtet? Naja, Shairoon kommt ja nochmal wieder demnächst, ja, ein paar Tage. Also sie haben ja noch eine Chance. Hat ein geheimer Blizzard-Arbeiter was gedreht? Ich glaube nach wie vor, dass sie sich auch durchaus orientieren mit den Hype-Phasen an dem, was Amazon momentan macht mit New World. Weil Amazon hat ein Top-Team, die stemmen jetzt ihr erstes neues MMO, haben da auch ihre Alpha- und Beta-Phasen, ihre Release-Daten auch gar nicht mehr so lange weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch ein Auge drauf haben und da ordentlich gegenhypen möchten. Weil Amazon ist natürlich ein Konzern, wenn die Bock haben, was zu promoten, dann haben die Bock, ne? Also auch diese ganze Connection mit Twitch und so weiter, ja. Was sie sich da aufgebaut haben, also, boah, ich könnte mir vorstellen, dass sie da so ein bisschen warten, bis die Server dann live gehen, was Alpha und Co. angeht, ja, um da ein bisschen gegen zu dominieren. Aber, ja, ist vielleicht kein hauptausschlaggebender Faktor. Aber wie gesagt, stellt euch vor, ihr seid ein Unternehmen und euer nächstes Addon, euer nächstes Spiel konkurriert mit etwas von Amazon. Gar nicht lecker. Haifisch-MC, Hallöchen. Grüße, Grüße. So, da dürfte dann die letzte Basis sein, die wir hier natürlich konsequent zerlöten. Wir rufen noch ein paar Wölfchen dazu. Let's go, unsere Verwüste hier hinten, Junge. Die sind auch am Start. Wir werden bestimmt hier auch ein paar Einheiten verlieren. Wir können ja mal so einen Heilzauberschutz hinstellen, um die Verluste zu minimieren. Dann haben wir gleich noch einen Inventarslot wieder frei. Und dann wird die doch wunderbar kaputt gehauen. Und mit ein bisschen Glück kommt Grom jetzt vielleicht auch nochmal zu unserer Rettung. Und nicht immer nur umgekehrt. Wir werden sehen. Kurze WoW-Frage. Wie sieht das mit dem Twink aus? Muss ja auch den Ruf für die Weltquest haben. Nein, wenn du das einmal freigeschalten hast, dann kannst du entsprechend zu Nathanos oder Shaw oder Würmbann bei der Allianz gehen und kriegst dann sofort deine Pfeife und deine Weltquest freigeschalten. Also das musst du zum Glück nicht nochmal machen. Überlebt dieser Arbeiter gerade den... Hat er den Beschuss überlebt? Er hat sich jetzt hier bewaffnet als Milizsoldat. Guck mal, der hat hier die ganzen meteorartigen Einschläge meiner Verwüster gedodged, hör mal. Das gibt's ja nicht. Die Arbeiter, oder?
Wahnsinn. Wahnsinn. My soul today. Hallöle. Grüße. So, Konflikt mit den Menschen. Ja, gar kein Problem für uns. Na, Grom, wo bist du? Wo warst du? Das heißt, wir können jetzt hier auch vorrücken und unsere Zeppeline holen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich frage mich, ob die Horde zu dem Zeitpunkt schon Verwüste hatte. Kam die nicht erst zur Horde, beziehungsweise wurden von der Horde eingesetzt, als es die Goblins gab? Oder habe ich einen Denkfehler? Na, genau, das ist so ein Ding, was ich eben meine, mit der Zeit und den Unterschieden zu Warcraft bis zu heute, ja, was sich da gewandelt hat und kommuniziert wurde über die Games, wo sie sich damals auch hier einfach noch nicht den Kopf gemacht haben, ja. Dementsprechend wurde es hier ja erklärt, dass das die Kriegsmaschinerie vom Kriegshymnen-Clan ist, ja, also kann gut sein, dass Grom und seine Kollegen da auch weitestgehend noch eskaliert sind, ja, und eben auch ein paar Belagerungswaffen schon gebaut haben, aber wenn man da immer weiter und tiefer gräbt und das mit aktuellem abgleicht, ja, dann findet man mit Sicherheit auch den ein oder anderen Widerspruch, das ist halt so bei den älteren Spielen. Deswegen schwierig. Bei Warcraft, umso tiefer man gräbt, umso mehr Fragezeichen und umgeschriebene Stories wird man finden. Und das haben sie ja damals auch ganz klar... Hat er sich gerätzt? Okay. Haben sie auch damals ganz klar so kommuniziert. Ja, bestes Beispiel zu Legion, als wir über die Chroniken gesprochen haben, war immer Suramar. In den Büchern kleines Kackstädtchen am Rand. Ja, und jetzt riesige nachtgeborene Nekropole, weil wie hätte das auch ausgesehen? Ja, der Content mit Gul'dan, Raid, die Nachtfestung und dann so eine kleine Popelstadt, ja, die irgendwie binnen Sekunden überrannt worden ist. Und ja, deswegen sind hier viele Sachen, oh, auch mittlerweile deutlich widersprüchlicher, als man das gerne hätte. So, wo sind unsere Wolfsreiter jetzt hier, hör mal? Schnürt mal fest, die Kollegen, dass wir hier alle mitmachen können. So, runter mit die Viecher hier, zack. Und die auch noch. Und hier noch ein Netz für dich. Und, oder auch nicht, weil Abklingzeit. Und in der Luft stehend. Okay, kein Problem, wir haben Kopfjäger dabei. Die miesen Harpien. Deffen die hier unsere Luftunterstützungspunkte. Da kriege ich aber so einen Hals, hör mal. Das gibt's doch nicht. Schön. Das war's mit den Harpien. Und wir haben einen Reif des Adels. Okay. Von Adel Tawil vermutlich. Kann ich... Nee, Heiltrank... Kann ich nicht benutzen. Lass hier den Guten durch, bitte. Geht mal hier zur Seite. Wir müssen erstmal looten, Freunde. Wir müssen looten und leveln. Das Inventar ist, und dann hauen wir den jetzt mal zur Seite. Und was ist das? Erhöht Stärke, Beweglichkeit und Int um 2. Das ist klasse. Und hier können wir jetzt 2 Zeppeline anheuern. Das ist auch klasse. Und die sollten wir zur Basis zurückbringen, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, hier einmal nach unten, bitte. Und das gilt für alle. Das gilt für alle. Ich hoffe jetzt nur, dass sie im Flug nicht angegriffen werden. Sonst habe ich so ein kleines Problem, was die Planung angeht. Die Nessa, hallöchen. Grüße. Bin ich der Einzige, der hofft, dass Blizzard einfach merkt, dass sie so viel an die Wand gefahren haben, dass sie nur mit Shadowlands so richtig abliefern? Ja, klar, erwarten das und hoffen das alle. Breakout, natürlich. Das hoffen wir alle, auch was die Serienplanung und so weiter angeht. Ne? Also da schart natürlich jeder Blizzard-Fan, der jetzt nicht zum kompletten Hater mutiert ist, schart da mit den Hufen und hofft das Beste. Ne? Also definitiv. Da gehen wir mal stark von aus, dass das sehr, sehr episch und sehr, sehr klasse wird. Ja. Die Lords haben Angst. Was ist mit denen? Hör mal, sind das hier irgendwelche Hobby-Schamanen, Centauren? Ich kriege ja so den Hals, wenn ich daran denke. Ganz traurig. Ganz, ganz traurige Geschichte. Zeppeline. Zeppeline sind am Start. Und, von was werden wir da? Ach, Stacheleber. Komm, geh da nach Hause, wir sind fertig. Damit können wir den steinkahlen Gipfel gegen morgen erreichen. Ein wahrer Krieger würde den Menschen den Pass einfach entreißen. Habt ihr den letzten Rest Verstand verloren, Graumasch? Ich habe euch einen direkten Befehl gegeben, die Menschen in Ruhe zu lassen. Was ist nur los mit euch? Haltet mir keine Vorträge. Die Jammerlappen haben den Tod verdient. Spürt ihr es nicht, Thrall? Es ist wie damals, als wären Dämonen in der Nähe. Ich weiß nicht, was in euch und eure Männer gefahren ist, aber diesen Kampfrausch kann ich nicht dulden. Entschuldigt, Thrall. Ihr habt recht. Ich werde mich beherrschen. Das Risiko kann ich nicht eingehen, Grommasch. Zieht mit eurem Clan in den Wald im Norden und baut uns eine Siedlung. Ich stoße zu euch, wenn wir das Orakel gefunden haben. Okay. Ansage, liebe Leute. Grommasch ist wie Muri, ja, nur leider ohne Bubble. Das ist das Problem.
Das ist das Problem. Erzählerstimme, ja, so ein Cut, ne, so ein Umblättern und dann, er beherrschte sich nicht. Ja, hey, ich bin Grommasch und ihr fragt euch sicher, wie ich hier gelandet bin. Ja, sowas hat jetzt gefehlt. Genau, sehr schön. Einmal die Menschenposten zerlötet und es scheint so, als wären Dämonen in der Nähe. Das ist aber auch nicht nett, hör mal. Das ist aber wahrlich, wahrlich auch nicht nett. Die Orks hatten auch schon Katapulte auf Draenor bei der Belagerung von Shad, um die Seuchen rüberzuwerfen. Also sicherlich hatten die Orks natürlich dann sich auch die ein oder andere Belagerungswaffe gebaut. Das ist absolut korrekt, auch wenn wir dann natürlich daran denken, dass Garrosh mit WOD das Ganze noch aufgerüstet hat. Ja, da hat er ihnen ja nicht grundsätzlich beigebracht, wie man Katapult baut, sondern auch wie man das verstärkt, diese eiserne Sterntechnologie und so weiter. Ja, weswegen es dann ja auch die eiserne Horde wurde. Das stimmt wohl. Also ist ja jetzt auch nicht so, als wäre das der komplette, weiß ich nicht, großartige Baumeister, der 10 Jahre lang auf Draenor irgendwie Archäologie und Ingenieurskunst und was nicht alles studiert hat, um das zusammenzusetzen. Ja, das ist ja bei Orks auch oft rein vom Aussehen her ein bisschen behelfsmäßiger zusammengezimmert. Und deswegen, ja, ist es auch tatsächlich dann nicht so überraschend, wenn sie das schon vorher gehabt haben. Das ist in der Tat richtig, aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch voll nachvollziehen, wenn jemand sagt, hier Belagerungswaffen und Maschinen, denkt man natürlich vor allem an die Goblins, die das dann auch wiederum, so ein Pendant-Beispiel zu dem, was Garrosh da gemacht hat, natürlich für die Horde auch verbessert haben, ja, mit unseren Belagerungsmaschinen, mit den Verwüstern der Neuzeit und so weiter und so fort. Die Horde kann ja durchaus schon vor Katar Kontakt zu den Goblins gehabt haben können. Ist so genauso möglich wie in BFA, wo im Tiragadesund zum Sturmsangtal oben auf den Bergspitzen ein kleines Pandarenkind sitzt. Zudem steht er in Pandaria bei der Insel der Riesen ein Zandalar-Schiff. Die hatten also schon Kontakt, bevor der Gamma es hatte. Das definitiv. Und von den Bündnissen von den Mogu und Zandalari wissen wir ja auch schon länger beispielsweise, ne? Das ist wohl wahr. Und da ist dann ein schönes Beispiel geboren worden für den optischen Lerneffekt, ja, wie man das eben zusammenfügt und dann die tatsächliche Lore im Hintergrund, ja, und die Kriegsführung, die Kultur und was nicht alles. Bin mal Essen machen für die Gattin. Ich nehme dich mit in die Küche. Das ist schön. Das freut mich sehr. Wir machen erstmal weiter nach dem Ruf des Kriegshymnen-Clans. Gorlak, Hallöchen. Ja, mein Zahnarzt war krank. Gorlak, Glück gehabt, ne? Puh, da hast du noch eine Weile behalten. Termin ist verschoben worden. So schnell kann das gehen. Lausbub, Hallöchen, Mr. Pokémon, Alter. Grüße gehen raus. Und jetzt sehen wir hier nochmal sehr schön, weil vorhin die Frage kam, wie weit wir von Durotar denn weg sind. Gar nicht so weit, ne? Wäre da ein Stück weit im Osten. Wir sind aber mehr irgendwie Brachland, Malgor, jetzt Richtung Eschental, Steinkrallengebirge. Diese Geschichte. Die Geister des Eschentals. 2 Tage später im Grenzgebiet des Eschentals. Wenn man sich aber auch mal vorstellt, ne, Chimo, hi, diese Größe des Gebiets, wie lang es wirklich dauert, bis sie hier von A nach B gewuselt sind. Leute, das ist auch ein ordentlicher Marsch, ja. Ein ordentlicher Marsch. Mal gucken. Was für Thrall, ein uns wegzuschicken? Wer kommandiert seine besten Krieger zum Holzfällen ab? Ohne mich ist er verloren. Häuptling, mit diesem Wald stimmt etwas nicht. Es ist zu still, als würden wir beobachtet. Fürchtet ihr euch jetzt schon vor Geistern? Hier gibt es nur uralte Bäume und Schatten. Habt ihr das gehört? Hier spukt es doch. Lebende Gegner fürchte ich nicht, aber gegen Geister kann meine Axt nichts ausrichten. Schweigt und macht euch an die Arbeit. Für die neue Siedlung des Kriegshäuptlings brauchen wir viel Holz. Dieser Waldabschnitt muss gerodet werden. Na, die ASMR-Elfen greifen an, Freunde. Ich raste aus. Sammelt 15.000 Holz? Okay, was ist mit denen da? Warum kann ich die angreifen? Ah, das sind Irwische, die Bäume beschützen, oder was? Raus mit die Viecher. So, guck mal, schön rauf. Schamane, im Geisterhaus können jetzt Schamanen ausgebildet werden. Diese Primieren, Adam. Das ist sehr deprimierend. Primären Magiebenutzer beherrschen Reinigen, womit Schwächungs- und Stärkungseffekte gebannt sowie Gegner verlangsamt werden können. Sehr nice. Und Grommasch haben wir als Klingenmeister, ne? Windlauf, unsichtbar, Bonus-Speed, Spiegelbild, splitten wir uns und kritische Treffer. Schön die Krits in die Phrase. Sandor hat eben gefragt, warum wir eigentlich keine
Keine, wie heißt es denn? Wo ist denn hier meine Festung? Hier unten. Keine eisernen Sterne, wo wir gerade über Garrosh gesprochen haben, weiter benutzt haben. Haben wir sogar. Nicht in dem riesigen Ausmaß. Naja, hat gleich angesprochen, da noch Azurit rein und eine Mana-Bombe erscheint irgendwie wie ein Babyspielzeug, wenn wir an Terramor denken. Und das haben wir. Wenn wir die Abschlussquest vom Übergriff im Tiragardesund beispielsweise machen auf Hordenseite, dann benutzen wir am Ende den eisernen Stern, um die Mauern von Boralos zum Beispiel niederzureißen. Ja, also durchaus findet diese Technik auch Verwendung, ist aber natürlich etwas, ja, so irgendwie sehr Garrosh-lastig und sowas, ja. Und eiserner Stern, da sterben dann auch zu wenige. Mysterioso schreibt es gerade auf der Hordenseite, die sonst die Mauern hochklettern müssen und irgendwie Pfeile in den Kopf bekommen, ja. Da ging es ja auch um maximale Verluste auf beiden Seiten ein Stück weit. Dementsprechend, ja, haben wir die schon durchaus in Benutzung. Aber dieser Makel von Höllschrei, der klebt natürlich immer noch daran. Muss ich jetzt wirklich nur hier unten quasi bleiben? Aber da reicht doch das Holz auch nicht, oder? Das geht doch hier bestimmt in alle Richtungen weiter, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich markiere erstmal meine Truppe. Das sind Ach, ja. Das ist wie eine Classic-Quest, ja. Die Irwische sammeln ja das Holz bei den Nachtelfen. Ihr habt völlig recht. Oh mein Gott. Das ist wirklich halt so eine richtige Isengard-Mission hier gerade. Geil, ja, dann müssen wir die ja trotzdem wegzimmern. Raus mit die Irwische, das gibt's ja gar nicht. Diese miesen Elfen, hör mal. Ja, schön, erinnere mich auch, hatten wir wirklich damals auch... Wir werden angegriffen. Na holla. Ihr hattet recht, Schwestern. Diese grünhäutigen Barbaren haben keine Achtung vor dem Leben. Tötet sie in Eluns Namen. Oh, die sehen aber schon schön aus, die Nachtelfenmodelle, oder? Frauen, es sind Frauen. Frauen? Ja, sie sehen fast wie Elfen aus. Aber sie sind viel zu groß und viel zu wild. Aha, guck mal, unsere Schamanen ja auch sehr schön. Guck mal, wie das ganze Gewand mitschwingt hier in Bewegung. Oh, mit der Faustwaffe, Wolfskopf, nice. Erforscht Plündern in eurem Haupthaus, damit Peons, Grunzer und Räuber beim Beschädigen gegnerische Gebäude Rohstoffe erbeuten. Na, aber hallo, Plündern erforschen, das nehmen wir aber mit, Junge. Frauen, Leute im Internet, schnell, alle weg. Alle weg, ach man. Sahen aber echt schick aus, die Modelle, ne? Zwinker-Smiley. Pleitendieb, hallöchen. Grüße. Garrosh hat nichts falsch gemacht. Das Gold muss weg, wir brauchen mehr Peons. Das Gold muss weg. Da unten sammelt auch noch einer. Ich weiß halt noch nicht genau, wie weit wir vorrücken müssen. Wir haben jetzt fast 1500. Ja, dementsprechend rödeln wir gleich einfach mit unseren Einheiten da mal rein, ne? Wollen wir noch hier irgendeinen Verwüster bauen? Oder bleiben wir bei den Räubern? Weil die können ja dann gleich... können wir gar nicht, fehlt Gold. Können wir dann gleich nur ausbilden. Machen wir hier noch einen kleinen Boni mit rein. Wenn wir Plündern halt erforscht haben, ne? Für die Rohstoffe. Unsere Peons sammeln super fleißig. Die sind mega dabei, den ganzen Wald abzuholzen. Was ich eben sagen wollte, erinnert mich mega an eine der ersten Missionen aus wirklich Schlacht um Mittelerde. Wo man tatsächlich... Isengard eben alle Bäume fällen musste, ja, um die Uruk-Maschinerie anzutreiben. So ein Transmog für ein Charmy in WoW. Richtig lecker, ja. Mädchen. Frauen, es sind Frauen, ja, klassischer Ruf, auch wenn man auf der Gamescom unterwegs ist oder so, ja, steht so ein Messebabe rum. Man kennt die Geschichten. Okay, ja, dann gucken wir mal so ein bisschen, was diese Frauen so drauf haben. Und hoffentlich bereue ich das nicht. Wir werden sehen. Was ist denn da los? Ah, guck mal, da können wir die Modelle mal angucken. Ja. Ja, auch die Haltung mit dem Bogen. Ne? Ich meine, sie hat jetzt keinen Pfeil an der Sehne, aber schon cool. Schon cool, Mahagomea. Ganzes Jahr vollgemacht. Mensch, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Und da haben wir auch eine Goldmine. Das ist natürlich auch wichtig für uns. Dann mal rauf da. Indie Frasel, Moffat, ich grüße sie, hi. Sie sind größer und wilder als normale Frauen. Yo, da hat der böse Ohrkrieger Angst vor starken Frauen. Die miese Sau. Oh. Die Kriegerinnen sind auf fliegenden Bestien zurückgekehrt. Wenn unsere Wolfsreiter sie eingeschnürt haben, ja, ist der Spuk vorbei. Stimmt ja. Ich dachte, muss ich erst erforschen, hab das vergessen, aber nein. Das haben sie schon, das ist super. Dann weg mir die Hippogreifen hier. Zack, einschnüren verfügbar. Ich dachte jetzt, scheiße, jetzt bin ich zu weit gerannt. Diese tanzenden Lichter sind schon seltsam. Vielleicht sind das die furchtbaren Geister, vor denen euch allen so graust. Omega-Lull, Alter. Die Geister, ja, die hauen wir auf jeden Fall kaputt. Das ist ja unser Holz hier, hör mal.
Wie lange soll denn diese Mission eigentlich gehen? Ihr müsst doch hier wirklich Elfenbauten platt machen, oder? Das gibt's doch gar nicht. Ich finde es aber schön, dass wir zum ersten Mal in der Hornenkampagne deutlich mehr Holz als mehr Gold haben. Und darf ich Holz eigentlich ausgeben? Wenn ich jetzt Holz ausgebe, weil das ist ja nicht der Gesamtcounter, das ist ja mein aktuelles Holz, ne? Das finde ich ein bisschen problematisch insgesamt, aber ja, wir probieren natürlich unser Schlechtestes und gucken hier unten auch mal noch hin. Ich hoffe einfach, dass wir durch dieses Plündern auch nochmal ganz, ganz viel Ressourcen bekommen. Ansonsten sind wir halt morgen noch in dieser Mission, ne? Kosmas Eschental abholzen, man kennt es. Hippo greifen, die fliegenden Nilpferde greifen, an die schlimmsten von allen, ja. Die schlimmsten von allen. Weiße alte Zisse-Orks haben immer Angst vor starken Frauen. Die miesen Schweine. Ach, oh, guck mal da. Da sind die Sternsucher. Da ist ihre Basis. Ihr baut aktuell kein Gold ab. Ja, ja, mach ich gleich. Ich wollte hier aber mal noch reingucken gerade. Lass mich mal reingucken. Spiegelbild. Let's go. Da ist der Grommasch. Einfach mal aufgeteilt. Sehr, sehr schöne Geschichte. Wenn wir hier jetzt mal ein bisschen reinhauen, auch ihre Gleven schleudern. In diesem großen Baum pulsiert Magie. Wir sollten ihm fernbleiben. Wieso sollten wir ihm... Bin ich von Feiglingen umgeben? Ja. Das ist ein Baum wie jeder andere. Fällt ihn. So, weg damit. Guck mal, das Loot, Stiefel der Geschwindigkeit. Sehr gut. Frage ist jetzt nur... Oh, das sieht nicht gut aus bei unseren Schamanen gerade. Mal gucken. Ja, ach, guck mal, wenn unsere Räuber hier mit draufzimmern, Junge. Das war's mit dem magischen Baum. Du bekommst sehr schnell viel Holz, so viel kann man gar nicht ausgeben, ja. Ist halt echt so. 3000 Holz erbeutet. Da, oh! Das war aber... Seht ihr? Dieser große Baum hat uns eine Menge Holz eingebracht. Hey. Wenn wir noch mehr finden, fällen wir sie auch. Hey, jetzt weiß ich, wo wir unser Holz herbekommen. Ja, nice. Naudex, hi. Oh, Waldgeister auch noch. Was ist denn hier los mit diesem Wald, Junge? Das gibt's ja nicht. Level up für uns. Sehr schön, wir nehmen die Spiegelbilder mit. Was haben wir hier noch? Klingensturm. Oh, okay. Und Crit verbessern natürlich auch geil. Schön den Schaden hochpushen. Ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal so ein Stück hier hoch wieder. Wir werden angegriffen. Ja, nicht zuletzt deswegen. Nein, lauf, Peons! Lauft, oh mein Gott. Und schicken dann ein paar Peons auch noch zur Goldmine hoch. Dass wir da ein bisschen was abgebaut bekommen. Und dann müssen wir, glaube ich, auch ein paar Bauer errichten. Wie die einfach weiterarbeiten, Junge. Das sind mal richtige deutsche Arbeitsbienchen. Orks sind eigentlich nur deutsche Bürokraten, Freunde. Das wussten die wenigsten. Hol dir drei Schredder. Kann ich Schredder schon bauen? Oder wo hole ich die? Ah, bestimmt aus so einem Goblin-Labor gelötet, meinst du, ne? Das könnte natürlich gut sein. Dann holen wir jetzt erstmal ein bisschen Gold, beziehungsweise den ersten. Läuft der schon? Nee, ne? Dann würde ich jetzt gleich den ersten abfangen und erstmal noch den ein oder anderen Bau bauen. Dass wir uns hier nicht wir völlig... Mehr Gold. Ja. Gut. Natürlich fehlt jetzt 5 Gold für den Bau. Was machen die denn da? Leute, ihr sollt Holz sammeln. Da muss ich mich nicht wundern, dass hier kein Income ist. Hör mal. Da chillen sie da hinten. Nördlich von deiner Base. Ist, hier meinst du bei diesen gelben Ausrufezeichen-Dingern. Ja gut, pass auf. Dann verbessern wir hier jetzt mal einfach noch unsere Waffen. Das ist auch Röms mit unseren Räubern. Und dann geht das hier erstmal ein bisschen weiter Richtung Norden. Dann schauen wir mal, was da so gibt. Da gibt eine Quest, ne? Crazy Dante. Dankeschön für 8 Monate. Ah, seid gegrüßt, werter Ork. Euresgleichen sieht man in dieser Gegend selten. Wir sind zum Holzfällen hier, kleiner Goblin. In dieser Gegend macht uns ein Stamm von Bärenmenschen, sogenannte Furbolgs, großen Ärger. Tötet ihren Häuptling und wir verkaufen euch unsere Waren zu einem guten Preis. Aha. Vielleicht leihen wir euch sogar ein paar Schredder. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Alles klar. Okay, dann werden wir ein paar Furbolgs down pinöppeln. Frage ist nur, warten wir jetzt noch auf ein bisschen Gold und mehr Einheiten? Nee, das klappt schon, oder? Was wollen die Furbolgs tun? Guck mal, wir haben einen halbtoten Schamanen und wir haben Grommasch. Leute. Die können gar nichts, ich bitte euch. Das dunkle Portal hat nur so lange gedauert, weil das Orkbauordnungsamt so lange für die Genehmigung gebraucht hat. Ist leider echt so, ne? Die brauchten noch mehr Holz als wir gerade. Das ist halt einfach kein gutes Zeichen. Ganz traurig. Ganz traurig. Okay, links lang. Die Bärenmenschen werden ja bestimmt nicht von den Elfen beschützt, oder? Die machen wir jetzt einfach kaputt, putt, putt. Die können gar nichts. Und dann haben wir bestimmt auch genug Gold, um mit unseren Peons dann weiter zu eskalieren. Warte, hier unten lang? Ja, hier, ne? Hier ist so ein Lichtungsteil. Gucken wir mal. Oh, hier ist so ruhig. Der Wald, der ist ruhig.
Zu ruhig. Da ist er, der Furbolg. Das müssen die Furbolgs sein, die der Goblin erwähnt hat. Das wird ein guter Kampf. Jawohl. Weck mir die Viechers. Das sind aber noch nicht die ganz dicken, ne? Das sind noch nicht die Anführer-Anführer, wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, die halten auch ganz schön was aus hier. Furbolg-Ahnenschamane. Ja, die sind auch schon cool. So Bärenwesen, neues verbündetes Volk, oder? Wäre ich auch voll dabei, Rommel. So, kaputt gehauen. Goldmünzen. Ja! Goldmünzen. Endlich. Das heißt, wir können auch schön ein paar Räuber holen hier. Nämlich, Warte. Bevor wir weitermachen, wollten wir auch noch Baue errichten. Bevor ich das völlig vergesse hier. Wir haben ja jetzt hier unten Platz. So. Erstmal zwei Baue mit hin. Dann gehst du mit Holz ernten. Und du, was stehen die hier random manchmal rum? Hör mal, gehst hier mit in eine Mine. Wo sind die anderen? Habt ihr gesehen, wie die sich verstecken wollten hier unten? Freunde, ich glaub's ja wohl. Schön in die Goldmine. Einmal sauber ackern. Und wir holen unsere Wolfsreiter. Du kommst hier mal noch mit hoch, mein Guter. Und dann pumpen wir hier gleich mal. Jetzt wieder das Gold wieder. Okay. Aber die Peons arbeiten. Wir warten auf unseren Zusatzreiter. Und dann werden die weggeritten. Ganz wichtig. Denkst du, Grommash in Shadowlands, also in Necrolands, wo auch die Mutter, von Thrall sein wird? Oder sagen die, WOD war schon genug mit dem? Ich glaube, die sagen bei vielen Orks, WOD war genug mit denen. Zumal wir da ja Problematiken mit den Zeitlinien bezogen auf die Shadowlands kriegen können. Ja, welcher Groben ist jetzt wie, wo, wann, warum und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht, ob sie solche Problematiken auch mit angehen. Arbeit abgeschlossen. Dementsprechend denke ich da an die Aussage zurück, die sie auf der BlizzCon getroffen haben, nämlich es soll kein riesiger Recyclinghof werden. Sie werden einige Chancen nutzen, sie haben coole Ideen, aber wir werden nicht jeden Charakter treffen. Und wie du sagst, zu WOD hatten die Orks ja ihre große Hochzeit, deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir von denen mit am wenigsten sehen werden. So, Grom, jetzt kritt mal hier rein bei dem Furbolg-Häuptling, der haut uns nämlich gut in die Fresse. Schmelke, Hallöle, Grüße, und bei allem mit WOD kommt, wie gesagt, auch diese Zeitlinien-Problematik mit rein. Oder bin ich mir auch nicht ganz so sicher, ob sie damit wirklich loslegen wollen, wenn ihr wisst, was ich meine, ne? Weil ich glaube, bis heute haben viele nicht ganz verstanden, wie genau das mit WOD war und wo wir da waren. Und wenn sie das jetzt in den Shadowlands quasi nochmal bringen, mit den Seelen und unterschiedlichen Charakteren und so weiter und so fort, dann bin ich mir nicht sicher, ob sie sich damit einen Gefallen tun. Aber wir tun uns jetzt allen und holen uns mal einen schönen Schredder, Junge. Schönen... Schredder, Keldan, grüße dich, hi. Grommash wird Shadowlands scheiße, Alter. Das Grommash-Feature, man erinnert sich, ne? Das ist Grom, aber als Grammatik-Berserker. Jetzt kommen hier wieder irgendwelche Hippogreifen und wollen hier meine Orks in der Goldmine angreifen. Ich glaube, es geht los. Wolfsreiter, reitet schneller. Los geht's, sah einmal hin und einmal schön runterholen, die Heinis hier. Komm, den und den und den hier auch noch. Haben wir jetzt, glaube ich, Cooldown. Oh, nee. Nein, lauf, Shami. Lebe. Lebe. No. Ah, oh, Wolfsreiter. Come on. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Okay. Scheint zu klappen. Noch einen. Den hier auch mit runter. Oben kurz die Abbilder. Oh mein Gott, diese Hippogreifenreiter. Ich raste aus dabei, weil ich aber sowas von überhaupt nicht drauf vorbereitet, ne? Genauso wie viele verwirrt waren, warum wegen Furorian Varian tot ist. Ja, so eine Geschichte. Wobei das ja jetzt einfach eine alte Storyline ist, ne? Und, oder nicht mal ganz so alte, aber eine Storyline ist, die man nachvollziehen kann. Bei WOD wurde das ja auch einfach nicht komplett ständig erklärt oder so, ja? Da musste man sich das halt ein bisschen zurechtreimen oder Bücher lesen. Und das ist nochmal anderes Stück belastend, glaube ich. Hallo! Was ist hier jetzt? Moin? Wer ist denn jetzt mein Grom eigentlich hier? Da ist er! Ah, danke! So, diese Schredder werden aus den Bäumen ratzfatz Kleinholz machen. Yeah! Voll nice. Ich habe einen vergessen! No! Das ist unser neuer Wolfsreiter. Den habe ich vergessen, du hast völlig recht. Okay, wir haben Schredder. Und Schredder bauen einfach so direkt Holz ab, oder was? Gucken wir mal. Ja, die groben Abbilder sind blau, ne? Hätte man drauf kommen können, als zwei von denen da rumstanden. Oh, Junge. Ja, das geht aber ruckzuck, hör mal. Kriege ich mehr davon? Da kann ich noch welche holen. Ja, das ist natürlich super. Ja, totaler Tipp, da mal hinzugucken. Der arme Wolfsreiter, ne? Schneller. Schneller. So, wir wollen die Schredder. Einen kann ich zumindest noch holen. Der eskaliert hier einfach mit, wie unsere Stadt wird angegriffen. Was habt ihr denn da unten?
Wo? Ey, das sind meine Arbeiter. Das war auch nicht nett. Haben die schon mal irgendwie was von Respekt vor Arbeitern gehört? Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass das so ist. Hör mal. Aber die Peons halten tapfer stand, ne? Guck mal hier. Es wird weitergelaufen. Es muss gearbeitet werden. Die laufen kilometerweit, um ihr Holz und ihr bisschen Gold abzuliefern. Ne? Die lassen sich ja auch von den Nachtelfen nicht weiter lumpen, Freunde. Da lassen die sich nicht weiter lumpen. Kann ich den neuen jetzt mal noch mit hinzufügen? Jawollo. Das ist sehr, sehr schön. Wie sieht das mit dem Gold aus? Immer noch nicht so wirklich geil, ne? Da pumpe ich mal noch ein bisschen Panzerung für unsere armen, kleinen, langsam aber sicher sterbenden Einheiten. Und dann hoffen wir natürlich das Beste für unsere Schredder. Könnten natürlich hier vorne, wenn wir das Gold haben, könnten wir natürlich auch nochmal so eine Kriegswerkstatt bauen, damit die schneller hier vorne das abgeben können, ne? Aber wir sind gerade nicht in der finanziellen Verfassung, Freunde, aber das wird unser nächster Schritt sein. Das wird unser nächster Schritt sein. Hast du 3 Schredder? Ja, wenn ja, dann kannst du jetzt alle Arbeiter in die Goldmine schicken. Echt, gehen die so krass ab? Dann lassen wir die 3 hier noch abgeben. Ja, alle nicht, oder? Gehen die Schredder echt so krass ab, dass wir hier dann schnell noch so eine Werkstatt bauen können? Also wir können die hier natürlich mal abziehen so ein bisschen. Dass wir dann mehr ins Gold pumpen, dass das ja auch, ne? Ständiges Gelaufe, ständiges Gerenne ist. Und dann könnte man hier natürlich noch so ein Haupthaus hauen, bauen, dass sie nicht so weit rennen müssen. Beziehungsweise dann hier auch so eine Was macht der denn? Mein lieber Herr Schredder. Ich ersuche Sie und bitte Sie weiterzumachen. Wie die manchmal einfach pausieren und sich denken, hey. Hey, ich habe die Schnauze voll. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ein Schredder bringt 200 Holz auf einmal zur Base. Das ist natürlich wirklich sahnig. Ne? Schreiben gerade ganz, ganz viele. Mega heftig, die Teile. Ja, krass. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so krass sind. Aber gut, man will ja irgendwann auch fertig werden mit dem Holz. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen dran. Da habt ihr auch recht. So, wo bauen wir das Teil denn hin hier? Hör mal, unsere Kriegswerkstatt. Ja, schon hier so oben weiter, würde ich sagen. Ne? Dass sie das hier alles abgeben können. Das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Position, dass sie sich hier dann hocharbeiten können. Das ist, denke ich, eine gute Sache. Oder können wir auf die Schredder vertrauen, beziehungsweise uns dann, wenn genug Gold da ist, sogar noch einholen. Das heißt auch ihr beiden, ihr rennt dann mehr hier mit in die Mine. Mehr Gold für uns. Dann Attacke. Das nimmt eine gesetzlich vorgeschriebene Mittagspause. Ja, aber hier im Wald, da gibt es keine Gewerkschaften. Da achtet keiner drauf. Da achtet keiner drauf. Ich bin mal gespannt, was noch an verbündeten Völker kommt. Sondern kann mir schlecht vorstellen, dass etwas aus den Schattenlanden kommt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen sogar. Wir haben ja auch schöne Völker. Ich erinnere nur an diese Eulen in Bastion oder Bastion, keine Ahnung, worauf sich da letztendlich geeinigt wird. Bei Bastion denke ich aber immer an den Overwatch-Hero und damit verbinde ich nichts Gutes, wenn ihr wisst, was ich meine. Von daher, allein diese Eulen, wenn ich nur an die Eulen denke. Oder diese Nachtfee, ja, die so ähnlich aussehen wie diese Botani-Kollegen oder diese Botaniker von den Nachtgeborenen oder eben Botani aus WoD, immer grüner Flor und so, ja. Also da habe ich Vampire, sprich Lausbub gerade an, da habe ich viele, viele Völker, die ich gerne auch in unseren Reihen hier sehen würde, muss ich sagen. Wollen wir noch so einen Baum fällen? Wollen wir das noch versuchen? Unsere Kriegswerkstatt ist ja fertig. Wir können gucken, ob wir noch einen Schredder kaufen. Und dann schaffen wir es vielleicht auch gar nicht mehr, ne? Wenn die das jetzt ruckzuck da reinbringen können, dann geht das vielleicht gar nicht mehr. Da können wir sogar noch 2 kaufen. Wir brauchen mehr Gold. Klassiker. Klassiker. Ich glaube, dann können wir uns das auch schenken, oder? Jetzt haben wir schon 10.000 wieder voll. Ich glaube, das machen unsere Schredder jetzt hier relativ problemlos. Wir können ja trotzdem nochmal hochgucken, wenn wir uns hier eh nicht gerade groß kümmern können. Dann ist auch egal, ob ein Schredder mehr oder weniger. Dann gucken wir uns hier mal noch die Nebenquestpunkte an. Dass wir wenigstens noch dem ein oder anderen Elfchen hier auf den Kopf geben können. Hallo, ich bin's, der Ohork von nebenan. Ich bin hier, um euch zu schlachten. Guten Tag, zack. Einmal die Abbilder, einmal hier Windlauf für Bonus-Crit, habt ihr gesagt, ne, dass man das auch ruhig reinwerfen kann. Auch wenn man gerade nicht heftig, bam, oh, am Stealthen ist, ja, dann kann man hier trotzdem den Crit vom ersten Hit mitnehmen. Mit dem einen Schurken-Lego, was wir mal hatten, ne, wo auch irgendwie Crit aus Verstohlenheit mega erhöht war. Was ist denn jetzt hier los? Der Brunnen hat geheilt. Ich werde ja wahnsinnig, Leute. Dringend weg hier mit dem Bäumchen. Zack, und ab dafür. Schön Bonusholz. Auf Wiedersehen. Wir haben unser Soll fast erfüllt. Schön. Die Holzlager sind so gut wie voll. Ein Reh. Toll. Baum des Lebens zerstört. 3000 Holz bringt so ein Baum des Lebens. Oh, das wird den Elfen nicht gefallen, was wir machen. Das wird den Elfen gar nicht gefallen, was wir machen. Liebe Leute,
Aber wir haben es gleich geschafft. Nochmal ein bisschen schneller laufen, dann sind wir auch schon wieder fertig. Bei Eulen könnt ihr heulen, ja, auf jeden Fall. Heftig. Odrion, hallöle. Grüße dich. Dann können wir jetzt ganz entspannt zusehen oder noch einen Schredder kaufen. Komm, jetzt haben wir das Gold. Jetzt will ich noch einen Laufgroben. Ja, wie schnell er auch ist, ne, mit den Stiefeln, Junge. Crazy. Hier noch einer. Let's go. Holz. Können wir gleich noch einen? Mehr Holz. Jawohl. Es muss stets geschreddert werden. Super Sache. Und dann haben wir das. Irgendwie eher überhaupt nicht so, wie das ursprünglich angedacht war. Aber ja, letztendlich mit den Schreddern. Letztendlich mit den Bäumchen. Und das Holz, das ist gesammelt. Chaya, hallöle. Teldrassil, wo an Holz geben würde. Wir werden es nie erfahren, ne? Wir haben es ja leider abgefackelt, ey. Voll traurig. Bipyramidal, hallöle. Der Wald hat genug Bäume. Ja, die wachsen ja auch wieder, ne? Es ist ja wie so ein Zehennagel. Der wächst ja wieder nach, wenn du ein bisschen abschneidest. Das ist ja kein Problem. Viele kennen das auch von ihrer Vorhaut, warten noch heute drauf. Ah, das ist eben immer unterschiedlich, ja. Immer, immer unterschiedlich. Aber das mit den Schreddern ist frech. Das hätte man natürlich früher wissen können. Dann hätte man ja die komplette Planung. Ich habe ja am Anfang auch sofort alles in Peons gepumpt, weil ich dachte, komm, das muss laufen. Ja. Und dann haben wir hier die Schredder. Freunde. Crazy. Denn das hier gibt nur Asche. Die Rodung ist abgeschlossen. Ja. Gut. Dann beginnen wir sofort mit dem Bau der Siedlung. Cool. Wir haben's. Wie lange hat das jetzt gedauert? Zu lang, ne? Mal gucken. Was ist unsere Statistik hier? Halbe Stunde? Oh, nee, doch nicht. Bisschen über 20, ja, das geht aber. Ich dachte, wir hätten größere Probleme gehabt. Fred Frettchen, hallöle. Hab gehört, bei echten Männern wächst der Schwanz stärker und länger nach. Irgendwie warte ich noch. Ja, vielleicht warst du auch schon am Zenit schmelken, ne? Deswegen gibt's jetzt keinen weiter nach vorne mehr. Deswegen bleibt das jetzt so. Schade, ja. Schade, schade, schade. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Der Wald gerodet, die Elfen wütend. Das Blut von Manoroth. Ja, holla, das eskalierte jetzt etwas zeitnah als erwartet. Später am Abend in der Nähe von Szenarios Mondlichtung. Fred Frettchen, 3 Monate. Dankeschön. Wir sind gespannt. Das Reh, lauf! Okay. Das Eschental. Auch nach 10.000 Jahren erkenne ich diesen verfluchten Ort noch. Hier ist unser alter Feind zu Hause. Szenarios, der Halbgott der Nachtelfen. Ja, Lord Archimond fordert, dass Szenarios vernichtet wird, bevor wir mit der Invasion von Kalimdor beginnen. Ich würde mich ihm mit Freuden abermals im Kampf stellen. Aber er ist listig und zeigt sich selbst. Da scheint es fast wie Vorhersehung, dass eure Orks diesen Wald jüngst entweiht und seinen Zorn auf sich gezogen haben. Lord Archimond und ich glauben, die Orks können Szenarios für uns töten. Sie hätten kaum eine Chance gegen Szenarios. Soweit ich mich erinnere, ist seine Macht überragend. Ja, eure aber auch. Durch den Blutpakt, den ihr vor langer Zeit mit den Orks geschlossen habt, sind sie an euch gebunden. Ihr müsst nur ihre Energie neu entfachen. Worauf wollt ihr hinaus, Schreckenslord? Weiht diesen Teich mit eurem brennenden Blut. Die Verderbnis wird die Orks anlocken. Und wenn sie euer Blut wieder gekostet haben, kann nichts mehr sie aufhalten. Yum. Teufel. Das hätte so 10 Minuten so weitergehen müssen. Raven, hi. Und Retax, 14 Monate. Vielen, vielen Dank für deinen Support.
Geil, habt ihr auch die Brustrüstung oder die Bauchrüstung, besser gesagt, von Manoroth gesehen? Er hat da einfach nicht nur so einen metallenen Panzer, sondern auch noch eine Vampirfigur, Schreckenslord-Büße oder so mit drauf. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr das nicht gesehen habt. Richtig edgy, Alter. Da wird Illy dann neidisch bei so viel Style. Olivaro, hallöle. Grüße, die Beschwörung ist abgeschlossen, auf jeden Fall. Hat mich erinnert, kennt ihr noch von früher diese Glibberbälle, die es immer gab, bis auch irgendwer meinte, wie bei Bubble Tea und so, ist giftig, krebserregend, blabliblub, ja. Und da war gefühlt, in jeder Grabbelkiste, in jedem Mickey Mouse Magazin war so eine Art, naja, Anti-Stress-Ball. Und das waren irgend solche Bälle und die waren gefüllt mit so Glibber und irgendeinem Schleim und so. Und genauso hat sich das gerade... ja, nicht angefühlt selber zum Glück, aber genauso sah das gerade aus und genauso hat sich's angehört, wenn so ein Ding mal kaputt ging. Ne? Weil als Kind wollte man ja auch wissen, ja, was war drin in diesen Bällen für Schleim? Habt ihr immer gegessen? Ja, auch das erklärt einiges, Pilko. Siehst du, war Dämonenblut drin. So schnell kann's gehen. Die Lache einer Schwiegermutter, wenn sie uneingeladen zum Kaffee kommt. Gib dir klingelt so unten, machst du Gegensprechanlage an, ne? Und dann hallo und dann, ja, ich bin zum Kaffee. Oh, okay. Und dann hörst du einfach weiter und sie steht unten. Ah, bis du aufmachst, zieht sie durch, eiskalt. Gut, der Schattenjäger. Ja, hallo, Kapitel 5. Am nächsten Morgen in den schattigen Wäldern des Eschentals. Joho, joho. Wer wagt es, dieses alte Land zu entweihen? Wer weckt den Zorn von Cenarius und den Nachtelfen? Auf in den Kampf! Der Wald erwacht zum Leben! Wir werden angegriffen! No! Ja, Stimmen sind cool, ja. Manoroth eben auch. Habt ihr auch geschrieben, mega fresh. Okay, verteidigt eure Hauptbasis. Nur Defense? Mit den anderen ist egal, oder was? Okay. Haben wir eine Zeit? Auch nicht, ne? Und ich habe euresgleichen vor Äonen besiegt und werde es wieder tun. Medizinmann, neue Einheit. Im Geisterhaus können jetzt Medizinmänner ausgebildet werden. Sie können einen unsichtbaren stationären Wächterschutz beschwören, der ein Gebiet sichtbar macht. Okay. Wir sollen diese Base verteidigen, ne? Nur die hier unten. Verteidige eure Hauptbasis am rechten Flussufer. Ich kann doch jetzt nicht auf alle anderen einfach scheißen, wirklich? Ja, die armen Peons, ne? Und das Game so, ja, muss nur unten rechts verteidigen, Bruder. Wie alle. Was für alle? Nee. Deine Stadt wird angegriffen. Die Basen links vom Fluss sind eh verloren. Nein, ich will die retten. Die anderen kann man nicht treffen. Mann. Ich will aber. Okay, ich will erstmal noch ein paar Peons am Holz haben, damit Cenarius auch richtig sauer wird. Ihr könnt mich nicht überwinden. Ich bin das Herz des Landes. Ja, mag ja sein. So. Ich muss mich erstmal orientieren. Wir werden sicherlich von hier kommen, ne? Hier unten könnte auch sein, aber ich glaube, hier links ist erstmal am gefährlichsten, wenn die da jetzt rüberpreschen. Beziehungsweise hier oben, wir haben Tower stehen. Okay, erstmal ein Bild machen. Wir wollen natürlich hier einschnüren. Wir wollen noch ein paar Räuber haben. Alter, wie sie jetzt die ganze Zeit abgehen. Die ganzen Kinder. Ihr seid richtig gemein, Alter. Ich hoffe, eure Ärmel rutschen beim Händewaschen runter, wirklich. Elende Dämonenbrut. Frechheit. Ihr werdet alle sterben. Toll, noch mehr gute Nachrichten. Großartig. Chrom ist ready, wir deffen das. Cookie Pandaren, hallöchen. Grüße. Investiere die 15.000 Holz. Okay, machen wir. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt so viele Peons beim Holz, ne? Das heißt, wir könnten jetzt hier auch erstmal komplett alles dicht towern. Kann das sein? Pass auf, wir machen jetzt erstmal eine Tower-Reihe. Wir gönnen uns jetzt erstmal die Zeit. So, wunderbar. Und dann kannst du hier auch mit rein. Was soll's? Shaya, danke schön für dein Cheering. Danke, danke. Und dann können wir dasselbe hier unten auch machen. Das ist schön, Cenarius. Jeder braucht ein Hobby. Dann tauern wir ja erstmal schön alles voll, Junge. So.
Und da von mir aus auch noch einen, dass unsere eigenen Einheiten nicht mehr rauskommen. Diese riesen Lücken, da kommen Olifanten durchgerannt. Ja, Vito, erkläre ich dir aber warum. Dann kannst du hier nochmal versetzt welche stellen, weißt du? Dann hast du nicht nur eine Reihe, sondern kannst dann versetzt noch eine zweite dahinter machen. Weißt du, wie ich meine? Kann sein, dass das total dumm ist. Ja, das kann schon sein. Ich finde das aber an sich erstmal ganz cool. So, dann pumpen wir noch ein paar Grundsorgen. Und dann warten wir erstmal ab hier mit unserer Gang, weil die Melee-Lastigkeit dieser Gruppe gefällt mir aktuell noch gar nicht, muss ich zugeben. Da müssen wir vorbereiteter sein, Freunde. Stachelbarrikaden brauchen wir auf jeden Fall auch. Nice, das sind die Big Plays, Vito. Das sind die Big Plays. Du machst das doch eh nicht. Na und? Siehst du, erst das Herz des Landes, Vito. Da kann ich ihn ja nicht mit Doppelreihen verarschen. Du musst auch mal zuhören. Musst du mal ein bisschen mitdenken, mein Guter. Boah, Szenario selber, ne? Gottes Willen, hier wird fertig gebaut. Unsere Peons sind sehr fleißig. Hier kommt gleich der nächste Wolfsreiter mit raus. Verbesserungen laufen, da können wir mal noch ein paar Äxte mit reinzimmern. Oh, oh, oh. Arbeit abgeschlossen. Oh, oh, oh. Geh mal Tool Super Range TDs. Link Curve. Link Szenarios Curve. Ich habe Angst, dass sie von allen Seiten kommen. Dann habe ich nämlich ein Problem. Müssen unsere Peons ein bisschen schneller bauen. Haben wir hier gleich die Verbesserung, die Truppe steht auch. Das wird schon, das kriegen wir hin. Elende Dämonenbrut, ihr werdet alle sterben. Na, werden wir gar nicht. Die sind gleich bei uns, ich habe Angst. Ich habe Angst, verbesserte Kriegstrommeln. Ja, come on, wenn wir schon so einen Kollegen dabei haben, dann nutzen wir den auch. Holen wir gleich noch einen. Oh, unsere Tower haben jetzt Stacheln. Arbeit, Arbeit. Immer noch 14k Holz. Ja, was kann ich denn bauen, was nur Holz kostet? Da gibt's doch gar nichts, oder? Gibt es was, was nur Holz kostet? Nein, wir verbessern auch erstmal so rum, dass unsere Gebäude da standhalten. Das ist aber gar nicht cool, was da gleich auf uns zukommt. Bäume! Bäume! Nochmal Holz sammeln! Wohlan, meine Krieger! Verjagt diese Bestien aus unserem Land! Ich wache im Wald über euch! Endlich mehr Holz! Geil! Okay, es geht los! Oh mein Gott, aufteilen! Let's go! Wo sind meine Wolfsreiter? Runternetzen die Kollegen da. No! Was ist passiert? Ihr sollt die runternetzen da? Brauchen wir gar nicht. Werden schon die Fokus von unseren Ranges, okay. Cool. Kriegstrommeln sind ready. Zweite Mine, habt ihr gesagt, sollen wir besetzen hier oben. Können wir natürlich auch machen. Machen wir auch einfach mal. Und Leute, da oben wird angegriffen. Mein Tower. No, der wird doch erst gebaut. Sie kommen wirklich von mehreren Seiten. Das ist sehr, sehr ekelhaft, muss ich sagen. Sehr, sehr ekelhafte Sache. Klimawandellösung, ne? Einfach eine schöne Runde Gelassenheit casten. Kein Problem. Wieso kommen die denn von mehreren Seiten gleichzeitig? Das ist wirklich sehr, sehr frech. Wenn man das im PvP auch so macht, ne? Das ist aber dann wirklich unfair. Das müssen wir fairerweise dazu sagen. So, Gold wird auch fließen. Sehr, sehr schön. Und jetzt liegt hier alles in Schutt und Asche, ne? Da kriege ich so einen Hals. Hauptquest abgeschlossen. Seht ihr? Abgeschlossen. So, Arbeit auch abgeschlossen. Ich spüre eine dunkle Macht in dieser Wildnis. Vielleicht gelingt es uns damit, Szenarios zu vernichten. Oha. Szenarios vernichten. Ich will erstmal noch mehr Türme hier nebenbei. So. Bam, bam. Und dann können hier unten auch noch ein paar hin. So, guck, jetzt machen wir es schön versetzt hier. So, und hier auch noch ein. Top. Läuft bei uns. Mehr Gold. Mehr Gold. Das sind die Ohrkinder, die dich holen werden. Weil du die Base links nicht gedefft hast. Ihre Geister, ne, die werden mich verfolgen. Die werden mich verfolgen. Die Lücken sind extra für Vito, ja. Das ist, weil in jeder Lücke, Vito, musst du dir vorstellen, steckt Liebe drin. Ja, und die ist wirklich groß. So, jetzt sag noch was. Jetzt sag noch was, ganz ehrlich. Okay, wir müssen nach oben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nicht trotzdem noch angegriffen werden. Das macht mir ein bisschen Angst. Mut zur Lücke. Aber hallo? Und deswegen lassen wir diesen einen Wolfsreiter da auch stehen. Der verteidigt das. Der hat das voll im Griff. Mit dem Rest legen wir hier einmal los. Na klar wirst du das. Das ist ja super. Dann warten wir auf jeden Fall, bis die Tower soweit ausgebaut sind. Ja, was? Die sind sauer. Die können sich ja aber mal zusammenreißen. So auf gute Nachbarschaft und so weiter. Mann, die Elfen wieder wirklich.
Früher war es, wenn Elfen helfen, weißt du, und heute zerstören die nur noch. Das ist doch keine Art und Weise. Wir machen uns trotzdem mal ready. Wir werden uns mal hier so ein bisschen in Position bringen. Hole ich noch ein paar Einheiten, die dann hier auch wirklich für die Defense sorgen können. Ich glaube, Kopfjäger sind... Was? Wo? Okay, jetzt hier Wölfe. Die Wölfe greifen auch mit an. Ich glaub's ja nicht. Einmal hier den Klingensturm, Junge. Let's go. Einmal reinwirbeln hier in die Kollegen. Gucke da. Schönes Ding. Hört er auch auf? Let it rip Beyblade oder was? Okay. Dann können wir nämlich jetzt hier unten noch ein paar Kopfjäger hinstellen, die ja dann auch den Chimären zu Leibe rücken können. Das finde ich an sich immer ganz angenehm. Nächsten Verbesserungen passen auch. Ja, und vielleicht hier noch einen Schaman an die Seite stellen oder so. Schaman, Medizinmann, Alter. Bisschen verbessern, dies, das. Und dann haben wir hier auch eine kleine Defense-Truppe noch. Wobei unsere Tower bestimmt reichen, oder? Crafts noch traumatisiert vom Zwerg 78. Seitdem wird immer Platz bei den Türmen gelassen. Das darf sich nicht wiederholen. Noch heute kriege ich Anrufe von der Familie, ja. Und dann müssen wir gemeinsam wirklich aufpassen. Ganz, ganz wichtig. Ja. Guten Abend, Scarface. Hallöchen. Grüße auf den Reforge-Schnacken, so muss es sein. Arbeit abgeschlossen. Dann gehen wir da jetzt mal hoch. Und da wird uns bestimmt auch nichts in die Quere kommen oder so. Arbeit abgeschlossen. Vor allem diese random Vorbeugs. Let's go. Einmal attackieren. Schön mit unserem Kodo-Trommler, hör mal. Die Verbesserung. Oh, Goblin-Laden. Das ist auch sehr interessant. Aber ich glaube, dieser Fight wird sehr kurz und unspektakulär. Na, guckt mal unsere Defense an hier, Leute. Na, aber Hallöchen, der wird gleich weiterbauen. Der denkt, er ist fertig. Er wird gleich mal noch weiterbauen hier, die Türmchen. Ich vergesse übrigens immer, wo die Türme sind. No joke. Deswegen sieht das auch immer ein bisschen seltsam aus, wenn ich da versuche, das neu rauszufinden. So, hier machen wir noch zwei hin. Dann können wir hier noch schön versetzt welche hinböllern. Und da. So, das sieht doch total fachmännisch aus, oder nicht? Wer da meckert? Oh, oh, oh. Belastend. Ja, gar nicht so lange her, da habe ich die Kodos noch beschuldigt und geflamed, das ist wahr. Aber weißt du warum? Weil sie es in dem Moment auch einfach verdient haben. Ganz, ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Komm, du musst näher an den Laden ran. Dann können wir mal gucken, ob wir was einkaufen hier. Band alle magischen Effekte. Rolle der Heilung nehmen wir mal mit ruhig ein. Was haben wir noch? Stadtportal, Mana-Trank. Ach, das hält sich eher in Grenzen. So, jetzt hier. Truppe 2. To the rescue. Let's go. Einmal hoch da. Naja, wobei, die Elfen, ne? Die schießen zwar schön. Aber unsere Wachtürme haben auch Bock. Mal gucken, wer schneller ist. Ein epischer Kampf. Schlag den Rab nur mit Türmen. Ja, sie haben verloren, ne? Sie haben einfach versagt, hör mal. Dann bleibt ihr hier in der Mitte stehen und seid einfach ready. Ihr haltet euch bereit. Leute. Und wir suchen jetzt den Brunnen. Weiter geht's. Wir haben Rollen, wir haben Steine, wir haben weitere Bärenmenschen. Dieser schön auf dem Kopf, hör mal. Oh, Abbilder. Und Attacke bitte. Einmal reichlich attackieren. Ihr müsst mitmachen, ihr Abbilder. Let's go. Genauso schlimm wie bei den Wölfen, wenn ich mit Good Old Drallibob unterwegs bin und der beschwört seine schamanistischen Geisterwölfe. Dann machen die erstmal gefühlt eine halbe Stunde genau nichts. So, jetzt hier schön reinkritten. Let's go. Let's go. Bam. Oh. Ist die Arbeit abgeschlossen? Ich hoffe ja. Ich hoffe ja. Es ist heute keine Beschwörung, die abgeschlossen wird. Es ist die gute alte normale Arbeit. Da können sich die Orks auch besser identifizieren. Klauen des Angriffs plus 9. Und ein Anti-Magie-Trank. Aber hier, guck mal, Herzchenform. Schön pink. Finde ich gut. Lass sie doch einfach wieder patrouillieren. Dann werde ich aber von Vito zurechtgewiesen, dass das Mist ist, das zu machen. Das ist sehr gut. Schreibt da, seht ihr, er hat das endlich verstanden, dass das eine sehr gute Sache ist mit dem Patrouillieren. Das Nein ist zu spät, Vito. So, guck mal, was wir machen. Wir lassen die Einheiten schön patrouillieren, Leute. Schön patrouillieren. Ihr habt völlig recht. Das ist eine wichtige Sache. Oh, sind das Satyren? Ja. Oh. Sind das Weiber? Wait. Oh, die sehen aber schick aus, hör mal. Guck mal an hier. Ja, hallo. Finde ich gut. Khadgars Edelstein ist hier gedroppt. Ja, dass Khadgar wieder mit den weiblichen Satyr hier ein bisschen Bunga-Bunga macht, das denke ich mir. Portale haben wir entdeckt. Das ist schön. Trefferpunkt erhöht, finde ich gut. Vito dreht gleich durch. Ist echt so. Wir machen erstmal noch ein paar Verbesserungen, Freunde. Hier, guck mal. Schon die Thorium-Fernkampfwaffen fehlen uns nämlich noch. Die patrouillieren ja wunderbar. Und jetzt können wir hier durchs Portal gehen. Cyber Felix, 2 Monate unter Zuckerbucha mit 24 Monaten. Ihr Lieben, vielen Dank für euren Support. Das freut mich sehr. Und darum gehen wir jetzt gemeinsam beamen mit Commander David.
für den Super Toy Club. Geil, hat funktioniert. Mehr Satyr-Kollegen. Hör mal, die sehen aber cool aus, auch mit den Waffen, oder? Guckt euch die mal an da. Ja, geil. Also Satyr so in diesem Modell ist doch auch mega schön. Jetzt so, weil wir gerade über verbündete Völker gesprochen haben. Also Satyr in dem Modell, Freunde. Wo soll ich unterschreiben? Wir ziehen mal unsere Rolle der Heilung. Nehmen mal den großen Heiltrank hier noch mit. Und dann geht es hier weiter nach oben. Voll schön. Sehen besser aus als in WoW, ne? Du hast fast geschrieben. Ich finde, die sehen sogar besser aus als in WoW, muss ich zugeben. Richtig schick, ja. Richtig schick. Schön. Oh, Satyr-Pyroman. Guckt euch den nochmal an hier. Junge, die als verbündetes Volk hier in dem Stil Satyr-Magier. Stellt euch den mal vor, in einem schönen Set, also nicht in T6. Na hallo. Da wären wir dabei. Aber sowas von. Was werfe ich denn mal eben weg? Die Stiefel. Hau ich mir jetzt den tollen Heiltrank rein, den ich eben angepriesen habe, weil hier haben wir ja noch einen Gesu. Und Grom ist ja auch voll davon abgesehen. Pass auf, dann legen wir den Heiltrank hier mal hin. Nehmen die Feuerkugel mit, dachte ich. Weichet von der Kugel, ihr miesen Hunde, ist mein Loot. Weil die hatten wir mit Arthas ja schon. Die macht unsere Angriffe sogar rangefähig. Das ist natürlich super geil. Vor allem, wenn uns hier gleich wirklich räudige Mobs erwarten. Schön T3, Junge. Timodin, hallöchen. Grüße dich. Und jetzt sind wir doch gar nicht mehr allzu weit entfernt, hör mal. Noch mehr Satyr. Junge, würde ich sagen, ach nee, nicht noch so ein Elfenvolk, aber die sind irgendwie cool. Ja, dieser dämonische Aspekt, ich meine, das sind jetzt hier irgendwelche Skelettkrieger, aber dieser dämonische Aspekt, ja, und dann auch diese weiblichen mit den langen Haaren, so ein bisschen auch Succubus-mäßig, ne, liebe Herren, also, stelle ich mir ganz gut vor. Dementsprechend wäre ich da voll dabei. Ich fand die gerade echt sehr, sehr schick. Oh, jetzt kommen die Urtume schon. Die sehen auch sehr cool aus. Guckt mal. Baumbart sein Vater, Junge. Auf Wiedersehen. Hier haben wir nochmal einen Brunnen zum Recken. Hat es richtig gelohnt, meine Rolle eben zu benutzen. Geil. Läuft bei mir. Früher waren die einfach nackt wie die Satyre im Eschental. Ich finde allgemein sieht das Spiel einfach nice aus. Definitiv. Definitiv. Unterschreibe ich so. Ja, und ich meine, wir haben auch bei den Satyren mittlerweile HD-Modelle, auch die sehen nicht mehr nach letzter Knautschfresse aus, ja, aber die sind fast so schön wie die Lücken, also wie Vito das gerade schon sagt, ja. Das ist es, Mann. Die dunklen Energien kommen aus diesem Teich hier. Elende Orks. Die brennenden Meister haben diese Quelle unserem Schutz überlassen. Ihr seid nicht würdig, dieses dunkle Wasser zu trinken. Ich weiß nicht, was ihr seid oder wem ihr dient, aber niemand stellt sich mir in den Weg. Cool. Kaputt gehauen. Das ist unser Teich, ihr miesen Satyren. Will ich den Ring mitnehmen noch? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Große Macht geht von dem Teich aus. Aber ein Dämonenfluch verpestet ihn. Ich bin schon verflucht. Wenn dieses Wasser mir den Sieg über Cenarius bringt, trinke ich es. Nein, das widerspricht allem, was uns der Kriegshäuptling lehrt. Die Wut darf nicht wieder über uns kommen. Nein, Krieger. Wir müssen uns ihr öffnen. Wir müssen Boten der Zerstörung werden, wie es uns vorbestimmt ist. Ja, ich spüre die Macht wieder. Kommt, meine Krieger, trinkt vom dunklen Wasser und werdet wiedergeboren. Cool. Hi, ich bin Grom der Rote. Ihr fragt euch sicher, wie ich hier gelandet bin. Schön. Ja, für Succubus-Style müssen sie sich noch entharren, das stimmt. Benutzt eine Rolle des Stadtportals, um schnell zu eurer Basis zurückzukehren. Ja, habe ich aber nicht. Teufelsorks, jetzt können die statt normalen Ork-Einheiten ausgebildet werden. Cool, Ring des Schutzes. Ach, da ist eine Rolle. Naja gut, dann müssen wir doch was wegwerfen. Ach Mann, dann werfe ich meinen Anti-Magie-Trank weg. Dann können wir uns porten. Es haben echt alle getrunken, ne? Jetzt alle hier Teufelsorks-Style. Cool, der Buff ist so heftig, selbst auch schwer war die Quest easy. Krass, okay. Und Nachtelfen, oder Satyr sind quasi verfluchte dämonische Nachtelfen. Der erste Satyr damals war ja auch Xavius. Von daher sind das so gesehen, wenn man es so formulieren möchte. Häuptling, diese Kreaturen setzen uns schwer zu. Und ihr Halbgott lauert immer noch im Wald. Können wir ihn überhaupt besiegen? Schwachsinniger Feigling, niemand ist unbesiegbar.
Wenn wir leben wollen, muss dieser Szenarios sterben. Okay, wir porten uns und das sind dann so die Szenarios-Nachfolger. Ja. So, wir sind's. Bam, erstmal alle Peons tot. Erstmal drauf gelandet mit den Kodos, sehr schön. Okay, Szenarios muss sterben. Das heißt, wir sind ready. Oh, all unsere Orks, sogar die Waffen haben sich verändert. Wow, guckt euch auch mal unsere Schamanen an hier. Hexenmeister ist es jetzt. Hexenmeister der Teufelsorg, völlig neue Fähigkeiten. Wow, das ist schon cool. Die sehen echt cool aus. Richtig Gul'dan-Style auch mit den Schultern. Cool, finde ich nice. Sehr schöner Effekt. Müssen wir uns leider nochmal, so viel Zeit muss sein, alle Einheiten entsprechend ansehen. Guck mal, auch der Wolf hier, ne, der ist da auch verändert. Wie so eine Teufelswache mit diesem Helm, mit diesem riesigen Massakerschwert. Stacheln im Rücken. Wow. Das ist krass. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt noch mehr Einheiten mitnehmen müssen, denn Vito gerade auch schon meinte, das war sogar auf Schwertern auf einmal easy mit dem Buff. Deswegen nehmen wir, glaube ich, unsere Truppe von eben einfach und machen mal kleine Besuchssession. Na, Peons sehen super aus. Die Peons, ja, siehst du, habe ich vergessen. Wir gehen nochmal zurück. Da sind sie. Wow. Schön mit so einer Bemalung auf dem Bauch. Stacheln im Rücken. Ach, cool. Das feiere ich sehr tatsächlich. Coole Sache. Schön, dass auch sowas mit geachtet wird, so im Detail. Ja, also jetzt wird er hier gar nicht mehr aufgemogelt. Oh, mit Dryaden. Mit Dryaden sind sie am Start. Oh, und auch die haben keine Chance. Splorch. Auf Wiedersehen. Oh, Altonas, Hallöchen. Ja, schöner Montag. Ich kann hier meckern. Ich kann hier meckern und wir rödeln einmal los, was auch immer dieses Urtum da gerade gemacht hat. Sah sehr seltsam aus. Und gucken mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Einmal durchwirbeln hier. Komm, let's go. Röms. Schön Krieger im PvP, Junge. Egal, ob Ring des Friedens oder nicht. Einmal kaputt geschlagen hier alles. Okay. Wir hätten natürlich die ein oder andere Belagerungswaffe mitnehmen können. Aber wir haben ja Grom. Guckt euch den Schaden an hier. Grom ist unsere Belagerungswaffe, Junge. Auf Wiedersehen. Die weite Welt. Was ist der Ruf der Natur? Diese Fragen haben wir natürlich alle im Kopf, wenn wir an die Dryaden denken. Oh, die Nachtelfen haben uns gerade gar nichts mehr entgegenzusetzen. Junge, also da sind ja unsere Trolle ja fast ein Witz. Die hätten wir ja fast da lassen können. Nur die Orks mitnehmen. Aber so schön dämonisch verzerrter Troll wäre auch eine leckere Animationsgeschichte gewesen, bestimmt. Sie sehen aus wie etwas größere Goblins. Die Hexer konnten da Schilde tragen. Ja, haben wir eben gesehen, ne? So ein Teufelsschild. Ganz, ganz traurig. Ganz traurig. Nemesis, hi. Ist klar, dass sein Montag schön war, wenn der Zahnarzt krank ist. Alles gegeben für einen guten Wochenstart. Manchmal ist es so. Manchmal ist es so. Warum wir überhaupt hier irgendwie umständlich Belagerungswaffen bauen, ja? Und irgendwelche Verwüster und Katapulte. Und uns noch irgendwie überlegen, wann das anfing bei den Orks und den Katapulten. War es Draenor, war es mit den Goblins optimiert, ja? Hätten einfach Dämonenblut naschen können und fertig wäre es gewesen. Mann, der gute Chaos-Damage hier. Ginger Turtle, hallöchen. Grüße. Dein Thanos wollte Warcraft 3 Stream sehen. Ja, er wollte, dass Szenarios leidet, ne? Und so soll es geschehen. So soll es geschehen. Haben wir was für die Kollegen? Greifen unsere Kodo-Reiter die an? Die schmeißen noch ihre Äxte. Ja! Tun sie wirklich. Finde ich super. Oh. Die Dämonen haben sich selbst übertroffen. Ihr Bestien seid genauso tollkühn und blutrünstig, wie sie es sind. Okay. Ihr Orks sind frei, Halbgott. Das redet ihr euch also ein? Was immer ihr glauben mögt, ihr seid nicht besser als der abscheuliche Eiter, der durch eure Adern fließt. Welch jetzt? Verflucht sollt ihr sein. So, Junge, komm. Ich habe euresgleichen vor Äonen besiegt und werde es wieder tun. Ich wollte gerade sagen, kommen die auch irgendwann wieder runter, meine Ohrkrieger da? Das sah gar nicht so nett aus. Szenarios, keine Chance gegen unseren Blutfluch. Verabschiede dich von deiner Exodia. Einmal die Abbilder, einmal die Wirbelwölfe. Der Halbgott ist gefallen. Der Kriegshymnen-Clan ist unbesiegbar. Na! Ah. Sind sogar einige von unseren Einheiten draufgegangen. Für die Gang. Xorax, hi. Seid gegrüßt, Gormash. Manoroth.
Das kann nicht sein. Ich komme, um euch und eure Brüder heimzuholen. Zwar habt ihr Orks die brennende Legion enttäuscht, doch nun werdet ihr uns wieder dienen. Nein, wir sind frei. Dumme, jämmerliche Kreatur. Ich bin die Wut in eurem Herzen. Ich bin eure rachsüchtigen Gedanken. Ich allein gab euch die Macht, Chaos in die Welt zu tragen. Und bei der endlosen Leere, das werdet ihr auch. Oh oh, ja, was glaubt er, was er da getrunken hat? Gestern 6 Stunden in Harz gefahren, dann heute zum Arzt, ganze Woche krankgeschrieben und bis eben wieder 6 Stunden gefahren. Das klingt ja super, dann beste Guterung in diesem Sinne. Holla. Yo, wie spät haben wir das denn? Das ist ja schon 6. Du. Ja, wir haben trotzdem nur eine. Ja, wir machen nur eine. Klar, gar kein Problem. Let's go. Wir müssen ja wissen, wie es weitergeht mit unseren Ork-Kollegen, wo die wilden Windreiter wohnen. Das klingt nach einer sehr aufklärenden Mission, was das angeht. Zur selben Zeit am Fuße des Steinkrallengebirges. Das erinnert mich an den Aufbau vom, ich glaube, Herr der Ringe-Buch. War das bei allen so? Ich habe, glaube ich, nur die Gefährten damals richtig gelesen. Und er ist ja immer so hin und her gesprungen, ne? Zwischen was machen Aragorn und Co., was machen die Hobbits. Und als mein Cousin mir das damals ausgeliehen hat, hat er auch gesagt, am besten skippst du gleich alles, was mit den Hobbits zu tun hat. So ist ja auch gerade, ne? Jetzt wollen wir wissen, was jetzt mit Grom im Anorod, wie geht's weiter? Und dann, ja, wir gucken uns mal ein paar Windreiter an, ne? So, die andere Seite der Geschichte. Zur selben Zeit, am Fuße des Steinkrallengebirges, Gipfels, alles, yeah. Kriegshäuptling, wir haben den Gipfel wie befohlen erkundet. Die Menschen haben bis ganz zur Spitze hinauf Befestigungen angelegt. Was haben Sie vor? Wenn Sie auf einen Kampf aus sind, hätten Sie schon genug Gelegenheiten gehabt. Ishnealopora, junger Kriegshäuptling. Kern, was macht ihr denn hier? Unsere Schuld bei euch Orks kann nur mit Blut beglichen werden. Wir helfen euch, das Orakel zu finden. Doch diese gepanzerten Blasshäute sehen gefährlich aus. Diese Blasshäute nennt man Menschen. Das sind unsere Feinde von jenseits des Meeres. Sie scheinen uns vom Gipfel fernhalten zu wollen. Die Weisheit des Orakels gehört allen. Vielleicht können uns die Wyvern helfen, die in der Nähe leben. Sie sind Eindringlingen nicht wohlgesonnen. Cool. Auf Dienstreise in einem 4-Sterne-Hotel und das WLAN spackt bei 360p, Robert. Willkommen in Deutschland. Internet-Entwicklungsland, genau. Internet-Entwicklung, liebe Leute. Da wären wir wieder. Der Wyvern, ne? Der guten Wyvern. Einwandfreie Geschichte. So, Windreiter. Findet Windreiter und zerstört die Menschenbasis beim Gipfel. Das machen wir doch glatt. Ich muss mich da erstmal wieder orientieren. Wir haben Peons beim Holz. Wir müssen uns jetzt aber auch dahingehend vor allem wieder orientieren, dass wir jetzt keine Schredder und so mehr haben. Deswegen packen wir gleich mal ein paar Peons mehr wieder in Richtung Holz, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das wieder alles andere als schön wird. Dann pumpen wir gleich 2 Standard-Updates, Upgrades und Co. Was ist mit dem Zeppelin? Muss ich da jetzt hinfliegen oder... Wie haben sie sich das gedacht? Finde die Wyvern, ja, gucken wir mal. Ich habe gestern Schlacht um Orgrimmar gemacht und mitbekommen, dass bei Galagras Sylvanas und Lortimar bei ihrem Tod noch etwas sagen. Lortimars Satz ist unbedeutend, doch Sylvanas sagt, ich werde zurückkehren. Meinst du, das sollte man im Kopf behalten oder ist das sehr egal?
Ich denke, das ist hier mittlerweile egal geworden. Ja, da findet man bestimmt auch im jüngsten Verlauf, sei es die zweite Belagerung von Orgrimmar oder so, manch passende Stelle für dieses Zitat, aber aktuell sehe ich Sylvanas erhaben über alles, was irgendwie mit Azeroth und Sterblichen und irgendwelchen Völkerschlachten und so zu tun hat. Ja, sie ist jetzt bei ihrem Jailer, sie hat ihn und vermutlich auch sich selber ermächtigt und das, was vorher war, das scheint für sie erstmal nicht wirklich erheblich zu sein. Wir haben Kern dabei, mit Schockwelle, mit Kriegsdonner, mit der Ausdauer-Aura, sehr schön, und mit der Reinkarnation. Forschung abgeschlossen. Er wird nach dem Tod wiederbelebt. Ja, hätte er das mal auch geskillt im Makuran. Das wäre natürlich ganz gut gewesen. Okay, dann haben wir doch eine ganz schicke Truppe eigentlich dabei. Wollen wir hier gleich mal ausbauen? Ja komm, dann kann das in Ruhe ausbauen und wir gehen erstmal ein bisschen erkunden hier mit unserer Truppe. Da sind wir doch ganz gut aufgestellt. Wyvern, ne, die gucken wir uns genauestens an. Guck mal, hier auch schön ein paar Sturmechsen, die werden erstmal weggeböllert. Und dann habe ich gar keinen Plan, gar keinen großartigen Anhaltspunkt, wo wir nach den Wyvern am besten suchen. Deswegen machen wir uns jetzt hier langsam, aber sicher, einfach auf die Reise. Was macht der denn? Der guckt erstmal, wie seine Kinder geschlachtet werden. Ja, sympathischer Typ. Sympathischer Typ. Auf jeden Fall. Ob Windreiter auch Windhosen tragen, mit Sicherheit. Das ist ja Vin Diesel, ist ja ganz bekannter Schauspieler. Also der hat da, denke ich, auch durchaus ein Wörtchen mitzureden. Also die beiden harmonieren ganz gut im Sprachlichen, aber wenn man sich mal bewegen soll, ne, dann wird es kritisch. Dann wird es sehr, sehr kritisch. Wir haben auch eine sehr schöne Quest mit denen im 1000 Nadeln, by the way. Die Harpien haben die Wyvern versklavt. No! Ich warne euch, alter Narr. Der Steinkrallengipfel gehört uns. Hier kommt niemand lebend raus, ob Mensch oder Monster. Zum Angriff, Schwestern! Oh nö, warum hat die keinen Harpienschrei gemacht? Das fehlt mir jetzt aber, das prangere ich an. So, let's go, einmal Kettenblitz auf die Olle hier. Wir haben noch Range, oder? Ja, wir haben noch unsere Kopfjäger, die heißen nicht umsonst so. Cool, jetzt können wir die gefangenen Windreiter retten, die da ganz oben sind, oder was? Ach so. Guck mal, schön hinter den Nestern positioniert. Naja, gut. Dann machen wir das mal. Ich würde aber vorher gern dann noch drei Range-Kollegen mitnehmen. Ich glaube, das ist ganz gut. Pass auf, dann holen wir uns mal hier noch die Kopfjäger ran. Müssen aber auch gerade mal gucken, dass wir noch ein, zwei Baue in der Zeit mit hinhauen. Dass wir quasi den ein oder anderen Bau bauen. Ha! Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ansonsten sieht das wieder recht blöd aus mit unseren Einheiten. Dann haben wir noch eine 10er-Crew wieder voll. Haben die Kopfjäger dabei. Können hier noch ein bisschen was verbessern, würde ich sagen. Jawohl. Unser Holz geht schon wieder zur Neige. Das ist sehr schade, aber was willst du machen? Und Türme. Werden wir wieder angegriffen? Die Menschen, ne? Die Menschen, die wollen es schon wieder wissen hier. Das ist eine ganz gute Sache. Zweite Mine auch noch? Na, zweite Mine, Vito. Jetzt willst du es aber wissen. Bei Teufelsmagie verzerrten Trolle schrumpft der gesamte Körper und Arme und Beine werden doppelt so lang. Bitte Kopfkino, stelle ich mir großartig vor, wie die dann so Slenderman-mäßig schlaksig durch die Gegend stolpern. Ja, finde ich wirklich gut, muss ich zugeben. Wäre ich großer, großer Freund von. Okay, Holz dauert noch ein bisschen. Ausbau abgeschlossen. Kopfjäger sind in Arbeit. Arbeit abgeschlossen. Auch der ist fleißig am Bauen, das ist super. Hier ist ja auch ausgebaut worden entsprechend. Die könnten wir jetzt auch nochmal buffen. Bisschen Angriffsschaden plus... Ist aber, glaube ich, nicht so geil wie die Rüstung, ne? Die nehmen wir erstmal noch mit rein. Und dann rödeln wir erstmal nach oben und hoffen, dass die Menschen uns nicht komplett zerlegen in der Zwischenzeit, ne? Was kostet denn nochmal, wenn wir jetzt hier einen Wachturm bauen wollen? 110 Gold, 80 Holz. Boah, als ob ich hier 80 Holz auf der hohen Kante habe, Freunde. Ich glaube, es geht los. Da pumpen wir ja vorher nochmal ein paar Grunzer für die Verteidigung hier hin. Und dann kommen sie mit Flugeinheiten, ne? Aber das machen wir jetzt einfach. Das machen wir, dass wir kleine Defense-Truppe hier haben. Und ansonsten rödeln wir jetzt erstmal nach vorne für die Wüfern. Für die Gang. Und vielleicht haben wir Pech. Dann ist es so. Hier ist eine Goldmine. Seht ihr, Vito wusste das schon wieder. Vito ist so eine Art Hellseher. Ja, seitdem er sämtliche Bäume mit Karateschlägen bei sich auf dem Grundstück gefällt hat, da hat er einfach von der Natur eine Gabe bekommen und nutzt sie sehr, sehr weise. Goblin Labor. Das gibt's da auch wieder. Shredder, Zeppeline, Randalierer. Ja, du, kann ganz schön sein. Aber, Bruder, ist ja auch schön, wenn es einfach erstmal da ist. Dani, grüße dich. Hi. Die gegnerische Hauptbasis ist nur auf dem Luftweg erreichbar. Mit einem Zeppelin aus dem Goblin-Labor könnt ihr Bodentruppen auf höhere Gelände transportieren. Das ist good to know. Ist aber auch taktisch hier von den Ali-Kollegen, oder? Er ist aber schön den Highground gesichert.
gefährlich, gefährlich. Und dann sichern wir uns erstmal unsere Wyvern. So, haben die denn jetzt hier auch Stellung bezogen, hör mal. Was soll das denn? Jetzt kommen sie sogar von da auch noch. So haben wir aber nicht gewettet. Kopfjäger. Und weg mit dem Zwerg, hör mal. Noch einer. Och nö, das ist ja aber. Das ist mir ja fast schon viel zu viel. Bin ich falsch abgebogen? Muss ich hier oben gar nicht lang? Kann auch sein, dass wir weiter unten schon hätten rein müssen. So wie das hier aussieht, ist das nämlich eine ganz ordentlich befestigte Basis, möchte ich meinen. Das könnte sein. Aber dann löten wir die zumindest auch schon mal auseinander. Dann haben wir da vielleicht eine Sorge weniger. Und gleich auch wieder Platz für mehr Einheiten, wenn ihr wisst, was ich meine. Hat ja nur Vorteile, so ein Unterfangen. So, das war es dann für den Erzmagier-Kollegen. Löten wir hier noch schön die Basis kaputt. Da wird auch reichlich verprügelt. Oh, 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 hör mal. Oder kommen wir da auch nur? Warte mal. Hier lang? Hier lang? Wo sollen wir da denn lang wuseln, Alter? Hier rein quasi, ne? Von da. Ja gut, dann glaube ich vor... Da gucken wir das nächste Mal lieber nochmal genau, bevor ich mich in die komplette Feindbasis stürze. Ich meine, ist jetzt zum Glück nicht so das Problem gewesen. Haben wir einen Angriffstrupp weniger, um den wir uns sorgen müssen. Aber der cleverste Move war das natürlich trotzdem nicht. So, hier bitte auch einmal attackieren, nochmal Wölfchen holen. Und dann ab nach vorne hier, liebe Leute. Unten, wie sieht das aus mit der Defense? Unsere Grunzer sind am Start gegen die Zwerge. Dann verbessern wir hier gleich auch mal noch weiter. Pass auf, unsere Wurfwaffen, unsere Äxte. Sehr schön, kriegen die den automatisch mit einer Kucke hier mit unseren Grunzern. Grogo-Grunzern, das ist doch kostensparend effizient. Guck mal, die greifen den Tower an und werden ganz normal gerichtet. Super Sache. Okay, Zerlötung, Zerlötung. Ja, dann haben wir hier ein Hauptgebäude kaputt, Freunde. Und dann ist ja auch Feierabend. Unsere Wölfe freuen sich. Ja, die frohlocken. Sansimilia, Hallöchen. Wenn Tauren das Blut trinken, werden das solche Tauren wie im Hochberg. Ja, genau, da hatten wir ja auch Tauren vom Blut. Wie hießen die denn nochmal? Das waren ja nicht die Bluttotems, oder? So, wir hatten ja die Blutrufe. Und das waren die Bluttotems, ne? Und die hatten das ja getrunken, hatten dann auch extra Hörnchen, ne? Und grünes Leuchten und so weiter und so fort. Das ist eine mögliche Form. Tranisha, Hallöchen. Grüße. Du musst erstmal den Eingang finden. Ja, ich dachte, es geht hier oben so rum, ne? Aber das war gar nicht so. Stattdessen steht hier wieder nur ein Schweinchen rum. Ganz traurig. Ich empfehle Türme bauen mit dicken Ortifantenlücken. Vito, das ist ein vitaler Tipp. Ich danke dir. Gut, dann können wir unsere Leute auch erstmal wieder runterziehen hier. Wenn wir die eine Basis da zerlötet haben. Dann machen wir uns gleich mal nochmal wieder ein paar Kopfjäger auf den Schreck. Dass wir die Reihen auch füllen können. Forschung abgeschlossen. Und dann sind wir doch ganz gut vorbereitet. Hoffentlich, nachdem das jetzt nicht so das Problem war, ziehen wir hier mal noch ein paar ab fürs Holz. Hör mal, da gibt es ja gar nicht, wie viel Gold wir schon wieder haben und wie wenig Holz. Da kriege ich aber so einen Hals, wenn ich das sehe. Gibt auch die Fleischtotems. Genau deswegen war ich auch verwirrt. Ne? Die Fleischtotems, die Bluttotems. Oh, 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 oh. Schwierig, schwierig. So, die stehen natürlich hier. Ihr sollt euch aber bitte einmal damit sammeln. Und da gehst du auch gleich mit hin. Oh, dann haben wir mit ein bisschen Glück. Jawohl, jetzt auch genug, um hier nochmal schön zu buffen. Dann hauen wir die Stachelbarrikaden noch mit rein. Und dann geht's links zu den Wyvern. Und mit denen können wir dann auch oben die Alibase platt machen. Wenn das kein schöner Plan ist. Ich habe auch einen Fleischtotem. Wenn das kein guter Plan ist, dann kann ich euch aber auch nicht mehr weiterhelfen. So, das sieht gut aus. Auch wenn sie unsere Tauche nicht der besten Gesundheit erfreuen, aber die haben eben super gedefft. Schweinemenschen, weg mit den Stacheläbern. Einmal schön Kettenblitz reinpfeffern. Hör mal, wir können ja auch mit Kern mal arbeiten. Hier so eine gut gelaunte Schockwelle. Räums, oh. Ja, das war wahrlich gut gelaunt. Pass auf, dann kaufen wir hier mal noch eine Rolle der Heilung. Wer auch immer die jetzt hat, dann können wir hier mal unsere Einheiten ein bisschen heilen. Wer hätte es gedacht? Ja, Rolle des Schutzes nehmen wir auch noch mit. Wir haben ja Gold momentan im Überfluss, ne? Dann können wir das auch ruhig mal nutzen für so ein Gelöt hier. Kettenblitz rein! Ich mag den Kettenblitz einfach. Ich liebe auch Schaman-AOE. Es ist einfach geil, ein Heilschutz. Als ob der euch hilft, wenn da 20.000 Trolle draufschmeißt. Also, das gibt's doch gar nicht. Wyvern, ja stimmt. Nicht Wyvern, sondern das sind die Wyvern. Ihr habt völlig recht. Wir wollen ja auch im richtigen Jargon bleiben hier. Oh, Kern tankt das gerade. Finde ich super. Können wir mal Kriegsdonner. Bam, Junge! Donnerknall! Ist ja ein Scheißreck dagegen. Als ob die jetzt hier immer irgendwelche Heilzauberschütze hinstellen. Ich glaub's ja nicht. Fleischtotem ist ein Dönerspieß, ja. Genau so. Kitoyo, hi, grüße dich. Grüße, grüße. Und wir haben noch einen Talisman der Vitalität. Super, kann alles Kern mit dem hier. Der tankt das eh und kriegt am meisten auf die Fresse. Vielleicht haben wir ja sogar noch was in den Hütten. Wer weiß, was die Schweinchen so gehortet haben.
Sieht aber eher nicht so aus. Nö. Hello, ist da Loot? Nein, ist er nicht. Okay. Dann gehen wir weiter und kriegen ja bestimmt auch noch mal ein paar Harpien, ne? Ich habe hier. Ah, ja. Habe ich ursprünglich so viele Kopfjäger gemacht. Weil wir ja eigentlich mit Harpien gerechnet haben hier. Und dann hauen wir jetzt mal die Rolle des Schutzes rein, Junge. Schön ein bisschen gebufft. Ah, da fliegen die Speere, Junge. Da kommen die Bonusrüstungen. Und da fallen die Harpien. Rolle des Schutzes gleich wiederbekommen. Guck mal. Das ist mal Recycling. So wollen wir es sehen. Einwandfrei. Kern ist auch am Regen. Tankt jetzt hier wieder. Kriegen wir die trotzdem hier mit? Nee, leider nicht. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn das so ein heftiger Stampfer gewesen wäre. Dass er die sogar in der Luft noch getroffen hätte. Das hätte ich auch sehr gefeiert. Und hier sind unsere letzten. Befreit die Wivern. So, die Wivern. Wir müssen die Wivern retten. Ne? Unser Krieger ist ja auch schon mal, damit er auch in der Luft kämpfen kann. Ganz cleverer Move. Einfach nach oben. Sehr schöne Sache. Wieso hat der Taucher ein Y auf dem Rücken? Ja, da hat er mal beim Tabu verloren. Ja, bei Tabu und bei Scrabble hat nie die richtigen Y-Worte gefunden. Und das ist seine Strafe. So, diese stolzen Wesen werden uns nun helfen, den Gipfel zu erreichen. Cool. Wir haben Wyvern am Start, Windreiter. Da sitzen ja gleich welche drauf auch, hör mal. Oh. Ja, schick. Windreiter. Im Bestiarium können jetzt Windreiter ausgebildet werden. Diese sehr mobile Lufteinheit eignet sich hervorragend zum Aufklären. Und die können Giftspeere mit Ü, Giftspeere erlernen. Okay. Coole Sache. Coole Sache. Frage ist, reichen die jetzt für das Einnehmen der Basis? Ich würde nämlich mal spontan behaupten, nö. Ist nicht so. Haben wir überhaupt ein Bestiarium schon? Auch nicht, oder? Das waren hier unsere Verwüster. Forschung abgeschlossen. Ja gut, vielleicht reichen die aber auch, ne? Problem ist halt nur, wie kriegen wir die anderen dann da hoch? Wir haben ja einen brennenden Zeppelin hier noch. Den würden wir dann jetzt einfach mal beladen mit den Kollegen und dann geht's da nach oben, Freunde. Dann geht es da einfach gnadenlos und rigoros nach oben mit allem, was wir entbehren können. HT ist Schamane Meisterausbildung. Ja, ich habe halt keine Schamanen, ne? So, an sich wäre das natürlich eine geile Geschichte, aber da müsste ich jetzt hier A, nochmal ein paar Höfe pumpen und B, generell Schamanen dazu holen. Aber das ist natürlich ein generell vitaler Tipp, dass wir hier unten dann über Adepten- und Meisterausbildung schön mit Kampfrausch nach vorne pimmeln. Das hatten wir ja auch über die Ogre-Söldner, ne? Als wir mit Arthas in Norden die Schiffe verbrannt haben. Da hatten wir das ja auch mit Good Old HT. So, gucken wir mal, was wir hier einladen können. Wem wir so mitkriegen. Hier ein paar Trolle noch dazu. Jawollo. Hier noch ein Taure. Da noch ein Grunzer. Das sieht doch gut aus, hör mal. Das sieht doch wirklich ganz gut aus. Frage ist, reicht das? Die Deppenausbildung, genau. Wo attackieren wir denn am besten? Von hier? Das sieht so einladend aus. Das Problem ist, das sieht fast zu einladend aus. Mal gucken. Wir fliegen erstmal rüber. Wir schicken auch unseren Zeppelin gleich mal mit hier. Und dann könnte man ja hier ganz gut ausladen. Vorausgesetzt, da stehen jetzt nicht 7000... Ahahaha! 7000 Tower werden so schon runtergeschossen. Nee, weg mit euch hier. Komm, wir haben ja schön gepumpt hier in Sachen Verbesserungen. Da werden die Speere geworfen. Da ist das Panzerungsupgrade auch noch durch. Und das ist ja hier, Freunde, das ist ja eine einladende Landezone. Das gibt's ja gar nicht. Guck mal hier. Einmal rauf und einmal ausladen. Einmal Zeppelin zur Seite. Und ihr dürft alle mitmachen. Ist das nicht toll? Leute, let's go. Weil unsere Wyvern werden, glaube ich, früher oder später so ein kleines bisschen einknicken, wenn die da alleine alles tanken. Ich habe da so ein Gefühl. Und das ist kein besonders schönes, wenn ihr wisst, was ich meine. Kettenblitz auf den Zwerg. Bam. Und weg mit ihm. Und die greifen auch Bodenziele an. Das ist natürlich super nice. Unsere Tauren können jetzt hier tanken. Die Totems sehen von hier aus wie so riesige Schinkenrollen. Ne? Das erklärt, warum hier überall Schweine rumrennen. Das ist zum Nachequippen. Die Schweine sind zum Nachequippen. Bam. So, guck mal, wie viel die aushalten hier. Sind unsere Wyvern schon hin alle? Nee, die sind in der Luft schön aktiv, hauen die Zeppeline um. Super Sache. Und dann können wir auch hier jetzt attackieren und weitermachen. Das läuft doch. Pass auf, die patrouillieren mit so einer Craft-Taktik. Ja, habe ich gerade gesehen. Ne? Die Wildhammer-Kollegen gibt's doch gar nicht. Wir rufen mal noch ein paar Wölfchen hier dazu. Und dann zerlöten wir hier wunderbar die ganze Basis. Guck mal, da haben sie nicht mit gerechnet, dass wir mit 20.000 Wyvern kommen. Ich persönlich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir mit den Wyvern angreifen. Und wir sofort Einheiten haben, die auf den Wyvern sitzen, die wir gerade noch befreit haben. Also damit habe ich selber auch nicht gerechnet, fairerweise. Aber man muss sich ja auch selber überraschen. Ja,
Man muss das auch selber suchen. Ein ganzes Schwein auf den Rücken schnallen. Schön die riesige Schinkenrolle, Junge. Einwandfrei. Entweder Kannibalismus oder Boss nach mir. Schweineschinkenrolle. Ah, gibt's ja auch. Warum nicht? Warum nicht? Müssen wir wieder alles verlöten oder nur die Hauptfestung? Warte, ich guck mal ganz kurz. Zerstört die Menschenbasis. Nee, wir dürfen wieder alles machen, ne? So wie ich mein Glück kenne, dürfen wir wieder komplett alles machen. Hier unten wird auch schön drauf eingeprügelt, Junge. Was ist mit denen eigentlich? Achso. Ihr kommt ja gar nicht hoch, ihr Armen. Wo ist unser Zeppelin? Komm, die laden wir noch ein hier, die Kollegen. Um Gottes Willen, die waren ja in Gruppe 1 noch mit dabei. Die haben wir zurückgelassen. Ach, die fühlen sich jetzt auch scheiße, ne? Das ist ja fast so ein Feeling wie mit unserem armen Zwerg, Freunde. Unser armer, patrouillierender Zwerg. Einmal ausladen. Ganz, ganz traurig. Ich bin so froh, dass die Schweineviecher nicht ihren Sterbenssound aus WoW haben. Boah, der tut halt wirklich weh. Ja, körperlich wie auch im Geiste. Und guck mal, konnten sie auch noch ein bisschen mitwerfen. Sehr schön. Wir haben Wyvernreiter, wir haben Kern, wir haben den Gipfel. Oh! Wartet, Kriegshäuptling. Das ist die junge Zauberin, von der mir Grommasch berichtet hat. Offenbar sucht auch sie das Orakel. Vorsicht, Jüngelchen. Diese Höhle wäre perfekt geeignet für einen Hinterhalt. Macht euch keine Sorgen, Kern. Ich wurde von Menschen erzogen und kenne ihre Tricks und Kniffe. Ich lasse nie im Leben zu, dass sie mich vom Orakel fernhalten. Ah, das werden wir wohl bei einem anderen Mal sehen. Mensch, da lassen wir es nicht zu, dass sie uns fernhalten. Sehr schön, na, das ist doch wieder einmal sehr, sehr gut gelaufen, was wir nicht alles gemacht haben. Ne? Getauert, patrouilliert, also ganz, ganz viele tolle Sachen. Wo die wilden Windreiter wohnen. Großartig, liebe Leute. Dann sind wir wieder an unserem heutigen Maximum angekommen an dieser Stelle. Haben ja viel erlebt. Ne? Grom getroffen, Szenarios gefeidelt, Blut getrunken. In variabler Reihenfolge, wie es so ist. Ja. Und sind ganz gut vorangeschritten und dürfen dann im nächsten Part anscheinend uns auf eine Begegnung mit Jaina freuen. Und mal sehen, wie die dann ausgeht. Die gute Dame kann ja auch durchaus sich durchsetzen, wenn sie muss. Mal gucken. Am Donnerstag, wenn ich mich nicht irre, hören wir uns wieder mit Warcraft, wenn nichts dazwischen kommt. In den nächsten Tagen. Ich muss gucken, wann Shaerun wiederkommt. Dementsprechend richtet sich ja auch wieder die entsprechende Unregelmäßigkeit. Aber das wird natürlich alles rechtzeitig kommuniziert werden über Upload-Streams oder eben auch auf Twitter. Von daher machen wir nächstes Mal natürlich gemeinsam an dieser Stelle weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein, fürs Mitmachen, fürs Tipps geben und mit Feiern jeglicher Art. Und natürlich auch vielen, vielen Dank für euren Support. Wir hören uns, was geht denn hier im Chat ab, hör mal, Gottes Willen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, habt noch einen schönen Abend und bis denn. Tschüss.